Hallo zusammen und willkommen bei Among Tombstones Folge 3. Kaische, Folge hi, 3. da drüben. Ja, Hallihallo. wie geht's? Ja, Hallihallo. Ja, mir geht es super. Und dir? Mir auch. Sehr, sehr schön. Und wie geht's euch da draußen? Ich hoffe doch auch. Wunderbar. Ja. Ja, bestimmt. Folge 3. Wir wollen noch mal ein paar Fragen abarbeiten, weil wir das ja letztes Mal so gut geschafft haben, alles abzuarbeiten, gell? Ja, wie gesagt, also wir sind ja schon ganze 3 Fragen weit gekommen oder waren es sogar 4, weil dann hätten wir uns ja selbst übertroffen, glaube ich, ne? Also, wenn Ich wir habe das Zeitfenster mal angucken. zwei Fragen gestellt. Ja, ich habe 3. Sind wir bei 5 insgesamt? Also wir Ja, haben hör uns mal. ja schon, ja, wir hatten ja schon, oje, oje, ja, ich habe nur 7 Fragen. Du hattest auch keine 10, ja. Ja. Das könnte ein kurzes Video werden, aber nee. War doch klar Wir am hätten Ende, ne? Also. noch mal so lang babbeln können. Ja, mindestens. Ja. Und jetzt gleich zum Anfang noch mal. Was ich nochmal sagen wollte, für alle da draußen, wenn ihr uns unterwegs anhören wollt, ja, nicht ansehen, anhören, geht auf Spotify. Der Link ist unten in der Videobeschreibung und da ja, ist der ganze Stream hier alles nochmal in Ton. Ja, könnt ihr uns anhören unterwegs, gell, wenn ihr da Bock drauf habt. Ja, oder wenn er im Bett liegt, nicht einschlafen könnt und irgendjemand euch in den Schlaf lullen, einsuseln soll, dann kriegen wir das wahrscheinlich auch schon. Ja, das ist doch toll, hoffe ich. Also ich habe mir die Audioaufnahmen angehört, ja, die sind genauso wie hier auf YouTube. Ja, also gut. Nee, wie gesagt. Vielleicht ist ja das Thema interessanter wie das Ganze drumherum, ne? Von daher ist Ja. vielleicht Spotify nicht die beste, doch die bessere Alternative so. Und ja, ist schon, ich denke mal, das können wir schon so machen. Ja, wer denkt, oh je, die kann ich mir nicht angucken, aber anhören. Ja. Vielleicht wollte er uns ja auch nur sehen ohne Ton, das kann ja auch sein. Dann guckt er halt auf YouTube und macht den Ton aus, ne? Genau, Also. ja. Das kann man auch machen. Oder Ja, natürlich. parallel laufen lassen, das Bild auf YouTube und den Ton auf Spotify. Ja, jetzt wirst du gerade komisch, ne? Ist Nee, könnt alles ihr, wie möglich ihr wollt. heutzutage. Genau, Ja, wie ja, ihr nur wollt. damit er das noch mal, damit er noch mal Bescheid wisst, dass wir eben auch auf Spotify sind. Ja. So, Kaije. Fragen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja? Ja, was hast du denn zuletzt gesehen? Sollen wir vielleicht damit anfangen? Ja. Was habe ich zuletzt gesehen? Ach so, ja. Eben gerade noch Herkules, ja, von Ah ja. 2005, irgend so eine TV-Verfilmung. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ja, also Ja, wie man sich eben eine TV-Verfilmung vorstellt. aber das ist auch so ein Thema, das wird irgendwie nie alt, oder? Also Nee. wie oft Herkules der Sto also jetzt mal ganz ehrlich, die Geschichte erfinden sie ja nie neu, oder? Das ist doch immer die gleiche Geschichte, nur mit anderen Darstellern. Eigentlich schon, ja. Ne? Also. Na. Ich fand tatsächlich die Serie mit Kevin Sorbo, die fand ich damals recht gut. Habe ich nicht geguckt. Ich weiß aber auch nicht, ich habe mir schon öfter überlegt, ob ich mir die Serie mal ins Haus holen soll. Ich glaube, da kostet die ganze Serie 50, 60 € oder so, aber da denke ich mir immer, hey, wenn das jetzt echt nicht mehr gut ist, ja. Ja, gut, die Effekte werden nicht gut gealtert sein. Ja, das war ja hier, keine Ahnung.
sonst was für ein Jahr mit den Effekten, das wird nicht gut gealtert sein. War auch, Kann ich mir glaube ich, vorstellen. Anfang der 2000er, kann das sein? Ich glaube, das war noch früher. Ja, Ich kann mich weiß ich erinnern, wie aber das nicht. lief, weil da lief ja auch immer, ich weiß nicht, ob es parallel dazu lief oder dann irgendwie in dem Fahrwasser halt, vor allen Dingen hier mit der Lucy Lawless, das mit dem Zehn Jahre. hier Xenia oder Xena, ich weiß nicht genau. Zehner, Und Zehner, genau. Xena, glaube ich, ne? Und das war, boah, das war vor der 2000er. Bin ich mir ziemlich sicher sogar. Habe ich auch nicht geguckt, keine Ahnung, aber ich denke mal, das war dem Zeitfenster gewesen, ja. Dass sie Doch, da ich habe die irgendwie. tatsächlich beide gesehen. Ich weiß nicht, ob ich sie komplett gesehen habe, was halt eben im Fernsehen lief. Da fällt mir Ja. noch. Hattest Ja. du damals die Serie? Das muss wohl ungefähr zu dem gleichen Zeitraum gewesen sein, mit dem Bruce Campbell. Die Abenteuer des Briscoe County Junior hieß die, glaube ich. Ich glaube Hast auch du. mal nur reingesehen, aber Habe ich mir nie angeguckt. Ich weiß gar nicht, um was es da geht. kann ich dir Aber da jetzt habe auch nicht ich. sagen. Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich vielleicht mal reingeschaltet habe. Ich habe damals fast alles mal irgendwie mal durchgesetzt. Nee, Da also. wird es auch dabei gewesen sein, aber keine Ahnung, was es da jetzt wirklich geht. Nee, also das war nie mein Fall. Also ja, generell diese so TV-Serien. Ab einem gewissen Alter hatte ich da irgendwie keinen Drang mehr, mir das anzugucken. Das hat sich irgendwie für mich nicht mehr erschlossen dann. Wenn man dann so in der Videothek frei agieren kann oder über andere Kanäle dann an Genau. Videotheken Waren Anführungsstrichen kommt, dann war das für mich nicht mehr relevant. Also das hat sich für mich dann totgelaufen. Naja, schade eigentlich. Vielleicht war da auch die ein oder andere Perle dabei, die man jetzt halt nie gesehen hat, deswegen, weißt du. Hundert Kann ja Prozent. alles sein. Ja, Hundert aber hast du Prozent. bestimmt. Ich hab tatsächlich gestern mit meiner Schwester hatten wir so kleine Diskussionsrunde, ja, weil die guckt ja sehr viel Serien. Da hat sie gesagt, Timo, guck das, guck das, guck das. Und ich so, da gibt es ja nur eine Staffel, da gibt es ja nur zwei Staffeln. Ah ja, die wurden eben abgesetzt. Ja. Und ah ja, es ist ja auch heutzutage, ist das klar, guck mal, wie viele Serien rauskommen. Ja. Das kann ja gar kein normaler Mensch alles gucken. Ja. Und dass dann irgendeine super Serie läuft, ja, aber die gar nicht wahrgenommen wird von den meisten. Ja. Und dann heißt, okay, die bringt nichts. Ja, wir setzen sie ab. Obwohl sie im Endeffekt richtig gut war, ja. Ja, sicher. Ich meine, kennst du die Sarah Connor Chronicles? Hat nichts mit der Sängerin zu tun, sondern eher was hier mit Terminator. Aber es gibt auch nur zwei Staffeln. Die zweite Staffel endet mit dem Cliffhanger. Wurde abgesetzt. Nö, wird nicht weitergemacht. Und FD war richtig gut. Also die hat mir echt sehr gut gefallen, ja. Ich habe die auch auf DVD hier. Ich habe die aber auch erst gesehen, nachdem die abgesetzt wurde. Ja, Ich meine, also. ich habe die relativ, wie sie aktuell war, habe ich meine, ich habe die geguckt auch. Also ich habe mir auch die DVD dann immer, die Staffeln auf DVD gekauft, sobald die rauskamen. Und das, ich fand das richtig gut. Das hat mir echt Spaß gemacht, ne? Aber wie gesagt, dann war halt irgendjemand der Meinung, nö, können wir nicht weitermachen. Naja, leider. Vielleicht irgendwann mal, aber es. Ja, nee, da wird nichts mehr. Obwohl, heutzutage wird ja alles in Serien wieder verwurstet. Ja, da kann auch Ja. Terminator wiederkommen. Ja. Eventuell, ja. Das wird mir, also auch mit dem alten Cast, mit der Lena Headey, die Sarah Connor gespielt hat und so, das fand das echt gut. Das hat echt richtig Spaß gemacht, aber Also ich glaube nicht, dass ja. sie da weitermachen. Ja, also wenn, dann wird das. Ich glaube auch nicht. Ich denke, wenn von Terminator eine Serie kommt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die kompletten Neustart machen. Also die komplette Terminator-Geschichte einfach von neu anfangen. Das kann Ja. ich mir gut vorstellen. Aber Ja, verkehrt dann muss eben das ja auch so nicht verfassen. sein, ja. Ja. Ich meine, ich würde Ich mich glaube freuen, aber nicht, dass das kommt. wenn sie da anknüpfen würden, was sie da schon angefangen haben, aber ich denke auch, wenn, dann werden sie wahrscheinlich wirklich da irgendwie anfangen und das neu, also rebooten. Ja. So. Aber Ja, ob aber das hast du dann noch. bestimmt noch mehr geguckt, oder? Ja, dann habe ich die Fahrt der Demeter geguckt. Ah. Da war Ja. ich noch nicht, also in den Genuss bin ich noch nicht gekommen und
Ja. Ja. Gut oder schlecht? Also, das muss jeder für sich selber herausfinden, ja. Also, Ja. an für sich hat er mir gut gefallen. Der dauert, glaube ich, 2 Stunden. Hast du 2 Stunden lang, verbringst du auf einem Boot, ja. Und doch, also, mir hat er Spaß gemacht. Es gibt halt ein paar Sachen, da wo ich sag, geht das überhaupt? Funktioniert das so überhaupt? Das kann doch eigentlich gar nicht sein, ja. Ja, also, da würde ich jetzt spoilern, ja. Nee, das wollen wir ja nicht. Hast ja keine Hut und nichts dabei. Ja, aber, ja, und du hast ihn ja auch noch nicht gesehen, ja. Nee, nee, noch gar nicht. Und, nee, aber ich hatte Spaß dran, doch. Ja, ist ja die Bis auf ein Hauptsache, ne? paar, bis auf ein paar einzelne CGI-Effekte, die so lala sind, ja. Und ein paar CGI-Effekte, die sind gut, weil es eben auch dunkel ist, ja. Aber es ist halt auch viel Handmade da, ja. Da wird einem zum Beispiel hier die Kehle aufgerissen, das ist schön Handmade gemacht. Also, Ja, sehr schön. so eine Das hört kleine sich gut Mischung, an. ja. Deshalb kann man sich angucken, doch, ja. Das hört sich sehr gut an. So, Kiss of the Death habe ich noch geguckt. Mit Nicolas Cage. So ein etwas älterer Thriller. Den gibt es auch nur auf DVD. Und den habe ich jetzt günstig auf eBay gesehen. Und da habe ich gedacht, ach komm, nimm mal mit. Den hast du, glaube ich, letztes Mal, ich glaube in der Videothek oder so, habe ich den das letzte Mal gesehen. Und ein schönes Thriller. Nicolas Cage als der Böse. Richtig schön. Doch. Hat mir gefallen. Ja, Niki. was hast du gesehen? Ich habe einiges geguckt in letzter Zeit. Speak No Evil, dänischer Horrorfilm. Ich gebe ja gern mal so gerade diesen dänischen, schwedischen Film und so, diesen nordischen Kino gebe ich ja immer mal gerne Chance und da wird man auch öfters mal schön überrascht, was sie für schöne Filme auch machen. Speak No Evil hat nicht dazu gehört, also Es ist aber tatsächlich ein Film, der mich eigentlich auch interessiert, weil der Trailer sah ja gut aus. ja, sicher. Nur die Handlung von dem Film, also die Charaktere, wie die agieren, erschließt sich mir überhaupt nicht, ne? Oh no. Geht halt um eine Familie mit einer Tochter, die lernen ein Ehepaar kennen im Urlaub. Ein holländisches Ehepaar, die Leute sind Dänen mit der Tochter und die lernen ein holländisches Ehepaar mit einem Sohn kennen, der irgendwie Geburtsfehler, halbe Zunge, was denn, das ist halt auch ein bisschen immer der Kap, der Bengel. Und die lernen sich dann in Italien im Urlaub kennen und dann laden die Holländer die Dänen ein nach Holland, um ein bisschen Zeit zu verbringen und was weiß ich, die fahren da halt hin und dann passieren Sachen. Oh, gerade wenn man selber in der Situation ist, dass man, du kennst das ja auch, du bist ja auch Vater, ne? Und Ja. wenn du den Film guckst, und dann versetze ich mal in die Rolle des Vaters von der Tochter, ja, und dann, der agiert, auch wenn er, das ist so ein introvertierter Charakter, der ist nicht der Partylöwe, der dann auf dem Tisch steht und tanzt, ne? Der hockt, steht eher in der Ecke und trinkt eine Limo, so nach dem Motto, ne? Aber was da für Sachen passiert, kannst du dir nicht ausdenken, ja. Also ganz ehrlich, boah, erschließt sich mir überhaupt nicht. Also der Film war echt an der Haare beigezogen. Ne. Vorteile des Streamens halt, den haben wir kostenlos geguckt. Und Ja. ja, wenn der gut gewesen wäre, hätte ich mir den in die Sammlung geholt. Jetzt bin ich froh, dass ich kein Geld in Anführungsstrichen für den ausgegeben habe, weil man halt kostenlos gestreamt hat. Ja, ich bin Also ja die der ganze war. Zeit am Überlegen gewesen, soll ich ihn mir kaufen oder nicht, weil der kostet ja immer noch, ich glaube, die Blu-ray 16 Euro Apples. Und das Ist ist der ein nicht, Haufen Geld. also, Ja. also ganz ehrlich, ich hätte mich sehr geärgert, wenn ich da für den Film auch nur 10 Euro ausgegeben hätte. Ist er, also meiner Meinung nach, das ist ein Film, den guckst du dir an, ärgerst dich drüber und vergisst ihn wieder. Solange wie du dich halt noch ärgerst, denkst du dran und dann irgendwann ist der ganz weit Am weg. nächsten Dann, Tag, am nächsten Tag ist er weg, ja. ja, so mehr oder minder. Dann habe ich die Schneegesellschaft geguckt.
Das haben sie quasi neu verfilmt, den, also den Film Überleben von dieser Rugby-Mannschaft, die in den Anden abgestürzt ist und die dann angefangen haben, die Toten zu essen, um zu überleben, ne? Den haben sie ja quasi neu verfilmt. Der Original hieß ja Überleben. Und ja, der war echt gut, der Film. Also den haben die handwerklich und erzählerisch echt gut umgesetzt. Auch die, das Naturspektakel in den Anden mit den Schneestürmen und Lawinen und Flugzeugab, das haben die super gemacht, ne? Den Film hätte es aber an für sich nicht gebraucht, weil die haben halt, ja, wenn du überleben kannst, kennst du auch die Schneegesellschaft, ne? Ist halt Aber einfach eben so. halt Überleben ist ja auch aus der Er ist schon ein paar Tage 70er? älter. 70er, 60er 90er? oder sowas? Nee, nee. Ich glaube Der vorher, ist oder? eher 90er ist der. Echt? Der lief damals als Premiere, als es noch Premiere gab und die nur einen Sender hatten. Da lief der mal. 1995, 94, irgendwie so in dem Dreh muss das gewesen sein. Ja, Dachte ja. gedacht, der wäre älter. Nee, nee, kann sein, dass es da noch mal einen älteren von gibt. Das weiß ich gar Das nicht, kann ehrlich auch gesagt. sein, ja. Vielleicht gab's, haben sie den schon mal irgendwie, ich weiß es nicht. Aber den kannst du dir auch angucken und der ist gut. Also da kann man sich ehrlich gesagt nicht weiter drüber auslassen. Ich habe auch mal eine Doku drüber gesehen. Und das war halt schon harter Tobak, was die Jungs da durchgemacht haben, ne? Und was ich immer gut finde bei so Filmen, wenn das so auf wahren Begebenheiten beruht und dann im Abspann Original Foto- oder Videoaufnahmen gezeigt werden. Genau, ja. Das ist dann immer noch mal so das Sahnehäubchen auf dem Ganzen. Wenn Ja. man so direkten Vergleich hat zu dem, was man gerade eben gesehen hat, und das haben die super gemacht. Also kann ich mich echt nicht beschweren, ne? Jo, und was war's noch? Ja, The Black Phone gerade eben frisch geguckt. War also, ich habe nichts erwartet und wurde positiv überrascht. Also der hat mir echt gut gefallen. Den konnte man sich wirklich angucken. Der hat zwischendrin so ein, zwei Phasen, Stellen, wo du dir denkst, okay, jetzt hat er alles kaputt gemacht, was er vorher gut gemacht hat, und jetzt ist er doch nicht mehr so gut, aber dann kriegt er doch noch die Kurve, ne? Ich will da auch nicht spoilern, aber das ist ja nach einer Geschichte vom Sohn von Stephen King verfilmt, und Ach so. ja, er merkt halt, dass es der Sohn von Stephen King ist, ne? Also er findet das Rad auf gar keinen Fall neu. Und ja, das ist ein solider Film. Also wenn ich eine Wertung abgeben müsste, plus dem King-Bonus, wäre das eine solide 7 von 10. Ganz ehrlich, das Oh, ist kannst du doch dir gut. angucken. Doch, Ja. den fand ich gut, ja. Im Gegensatz dazu, gestern Abend frisch geguckt, Der Exorzist, Bekenntnis, und Oh, puh. ja, ich habe nicht gesehen, aber ich, Ich will ja ja, nicht gut. spoilern, ne? Aber mal ganz ehrlich, oh. Du kennst, es gibt ja sehr, sehr viele so Rip-Offs, wo die da so ein bisschen Der Exorzist nachahmen, besessenen Filme halt mit. Ja. Und die sind ja alle nicht gut. Die sind ja alle nicht gut, ne? Und der ist halt auch so ein Film. Du hockst da und denkst dir, warum? Warum? Die Ja. Charaktere, die werden überhaupt nicht aufgebaut. Das sind alles so belanglose Charaktere, wo es dir eigentlich egal ist, was mit denen passiert. Ob das, es geht ja um zwei Mädchen, Freundinnen, die nach der Schule, also im Wald gehen und 3 Tage später wieder auftauchen und dann besessen sind, ne? Und um deren Eltern halt, ne? Und die ist eigentlich komplett egal, was mit den allen, mit, egal mit wem. Ist dir völlig egal, was mit den Leuten passiert. Also, das ist so ein Film, da gehst du raus, eine rauchen und lässt den Film laufen, weil es dich einfach nicht interessiert. So Das ein Film. einzig Positive, was ich immer aus dem Trailer hervor, also was ich gesehen habe, war die Mutter, die Hauptdarstellerin, also die Mutter aus dem Original, die spielt wieder mit. Ja, die McNeil, die Ja. Nancy, was die Nancy Und McNeil irgendwie. Ja, ist da auch habe die ich, gleiche Schauspielerin von früher, ne? ja, genau. Hm. Und da habe ich Ja. gedacht, ah, vielleicht, ja, aber. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu viel spoilere, aber ganz ehrlich, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, die ist nicht lange dabei. Also die ist jetzt nicht so, dass die feste Bestandteil der Handlung ist. Aber ich Also habe einfach mich. nur mal, damit ein bekanntes Gesicht dabei ist. Das war fast schon ein Cameo. Und Ja.
Ich habe mich auch gefragt, warum ist die jetzt da? Warum? Es hat keinen Nutzen und keinen Sinn und gar nichts gehabt, dass diese Frau da auftaucht. Kennst du den zweiten Teil vom Exorzist, der dann irgendwie in so einem Hochhaus spielt? Ich hab ja, jein. Nicht mehr hundertprozentig. Boah, der ist auch so übel, ne? Und der Film, der hier Bekenntnis, heißt der Bekenntnis? Ich glaube schon, ne? Ja. Der läuft genau in der gleichen Schiene wie Teil 2, The Heretic oder wie der heißt. Und, boah, nee. Also ich habe mir den ja vorbestellt gehabt, weil ich da echt scharf drauf war, weil, ne, Exorzist, ich habe da was da drauf. Gut, die Sequels waren ja auch nicht gerade so toll von der Exorzist bis auf den dritten Teil eigentlich. Aber, boah, ich glaube, ich gucke mir den nie mehr an. Also. Hast du The Pope's Exorcist gesehen? Ja, den fand ich gut. Ja, und weißt du, Ja. einfach ein Exorzistenfilm, ein anderer Name, ja, hat nichts mit der Exorzist zu tun. Fertig, es funktioniert, ja. Ja. Hättest du The Pope's Exorcist nur Exorzist genannt, ja? Ja. Ja, das Aber Ding beim Popes dann Exorzist machst du ist, denke, gut, ja. Ja. der Exorzist, der Gabriela Mord, den gibt es ja wirklich. Ich weiß nicht, ob er noch lebt, kann ich gar nicht sagen. Und er hat auch Bücher geschrieben und ich habe auch schon ein Buch von dem gelesen, auch Dokus. Und das ist ja auch das, wo sich die meisten drüber lustig gemacht haben, dass er da steht und irgendwie Witze macht und dü-dü-dü-dü-dü und so ein Kram. Ne? Das hat er wirklich gemacht. Es gibt Videoaufnahmen, wo der das macht. Also das hat der Russell Crowe da nicht irgendwie improvisiert oder der Drehbuchautor nicht schlecht recherchiert. Das ist Ja. echt, dass der das so gemacht hat. Gut, dass sie dann unter dem Kloster oder unter dem Haus, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, da in Ja. den Katakomben warst, ja, gut, das hätten sie, ne? Aber Aber es sah gut aus, ja? ja, das war halt ein Film, ja. Aber der hat Ja. mir um Weiten besser gefallen wie Bekenntnis auf alle Fälle. Kennst du The Rite, das Ritual mit Anthony Hopkins, wo der auch so einen Exorzist spielt, der dann wirklich besessen Ja. wird und Ja. einen Pfarrer hat, der vom Glauben abgefallen ist? Der war ja schon auch nicht gut, ne? Obwohl Anthony Hopkins mitgespielt hat. Aber wie Ich habe den gesagt. tatsächlich noch hier stehen, weil ich den damals nicht so gut fand. Aber ich wollte ihn noch mal da lassen. Ich wollte ihm noch mal eine Chance geben. Ja, du, ich habe mir den bei, ich glaube, Rebuy oder Momox, Mediamobs, irgendwie habe ich mir mal, den hatten so Blu-ray für 1 € da oder irgend sowas. In so einem Sale habe Ja. ich mir den halt mal mitgekauft. Da. Aber, boah, ja. Jo, und ich meine, das war es auch schon gewesen. Ich habe aktuell noch ein Let's Play geguckt von den Rocket Beans, Tor nach Carcosa Teil 3. Pen und Paper, Call of Cthulhu, hier H.P. Lovecraft, der König in Gelb und so. Wird dir nichts, gar nichts sagen, gerade alles, ne? Nee. Aber ging, ich glaube, auch 3 Stunden. Und war jetzt der erste Teil von 2 Teilen und das hat mich auch sehr gut unterhalten. Aber das war halt kein Film. Das war halt einfach nur hier, 5 Leute an einem Tisch, die Pen und Paper Rollenspiel spielen. Das Ja, ist auch und schlecht. das war super, ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Was denn? Kurz stopp. So, jetzt gab es einen kleinen Cut. Wo waren wir stehen geblieben? Du hast ein Video geguckt. Ach so, stimmt ja hier, Call of Cthulhu war das. Aber wie gesagt, das war Ja. ja kein Film gewesen und ja, wird dir wahrscheinlich auch überhaupt nichts sagen, ne? Nee, nee, gar nicht. Und ja, deswegen, ja, ist schon okay. Aber ich denke mal, das ist vielleicht auch gar keine schlechte Überleitung jetzt, der Exorzist und so Sachen wie Call of Cthulhu. Hast du bestimmt schon mal irgendwie im Film gesehen oder in Dokumentation und so weiter? Wie stehst du denn zu paranormalen Ereignissen? Glaubst du an sowas? Gibt sowas deiner Meinung nach? Oder sagst du einfach, jo, ihr schlappe Flicke, ihr habt gar keine Ahnung? Ja, tatsächlich ist es so zweischneidiges Schwert bei mir. Und zwar irgendwie glaube ich da schon dran. Ja, also ich glaube da schon so übernatürliches Geister und
wie auch immer. Ja, ich bin in so Sachen sehr leichtgläubig. Ja, also irgendwie schon, aber es gibt halt eben Sachen da, wo man sich denkt, hey, nee, nee. Irgendwie so zwischen, man weiß, es gibt's nicht, aber doch, ja, es gibt's, ja, so. Aber ich denke mal, es kommt doch immer drauf an, erlebt man so Sachen wirklich, ja, oder sieht man es eben im Fernsehen, in gut oder in total schlecht, ja. Ja, so hin und her geht. Es kommt drauf an, ja. Aber ich glaube, wir kennen es ja alle irgendwie in der Kindheit oder so in den Keller gerannt und da wartet irgendwas Düsteres auf einen. Wie schnell man da unten war, so schnell war man auch wieder oben, ja. Ja, oder noch schneller wieder oben. Ja. Also irgendwie glaubt man ja schon an so Kleinigkeiten. Weil wie oft läuft man in der Wohnung rum nachts, man ist allein und überall knirscht oder man hört irgendwas und wenn man an sowas nicht glaubt, dann braucht man auch keine Angst haben. Aber irgendwie ist dann so, man guckt doch mal so um die Ecke. Ja, klar, ich meine, dann irgendwann fängt ja an, dein Geist auch Streiche zu spielen und so weiter. Und im Augenwinkel sieht man, was das gar nicht da war, irgendwelche Schatten oder so. Und dann, ja, Ja. gut, okay, ne? Glaubst du Ja. da dran? Boah, keine Ahnung, also ich gucke mir viel so Sachen an. Das geht ja auch schon so ein bisschen True Crime eigentlich über, so diese paranormalen Sachen. Es gibt ja einen Streaming-Anbieter, der heißt Ghostflix. Ich weiß gar nicht, ob du das kennst. Nee. Und da kannst du dann, ja, das ist der Hammer. Musst du auch abonnieren, ne? Und da kannst du lauter so Zeug halt gucken. Es gibt ja wirklich so semi-professionelle Geisterjäger. Das ist ja wirklich gar kein Hirngespinst. Also so wie die Warrens in The Conjuring, ne? Ja. Das machen die heute immer noch so, aber halt viel, viel moderner. Und dann hast du natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, Aufnahmen dann auszuwerten und so weiter. Und ich sage halt immer, stell dir mal vor, das ist nicht gestellt oder gefaked, was die da zeigen. Das wäre schon der Hammer, ne? Aber ich bin halt sehr, sehr skeptisch, was so Aufnahmen angeht. Und im Hinterkopf denke ich mir halt auch immer, boah, wer weiß, ob das nicht doch bearbeitet wurde am Ende. Ja, ich Und weiß gerade es wenn nicht. man eben auch nichts sieht, ja, ist es ganz schnell mal irgendwie ein Stück Tonaufnahme oder so irgendwie mal reingeschnitten, ja. Es ist ja, man kann ja heutzutage alles machen, ja. Ich kann ja hier auch jetzt hinten dran irgendeinen Geist vorbeilaufen lassen, ja. Ja, klar. Und wenn du Eben. da noch Und ein Profi bist. eben, ja. Ist ja quasi, also die Möglichkeiten sind ja schier unbegrenzt, was so Fälschungen angeht im digitalen Bereich. Und deswegen bin ich halt auch immer, oh, ich weiß nicht, ob ich da wirklich so ganz. Das Schlimme ist ja, wenn du dich in sowas reinsteigerst und sagst, okay, das stimmt alles und hier, das gibt's und so weiter und so fort. Und dann irgendwann wird aufgedeckt, ja, nee, war alles nur gestellt und gar nicht richtig und gar nicht wahr, Ja. dann kommt man sich auch blöd vor. Ne? Ich denke schon, ich kann mir nicht schwor, also ich kann mir wirklich nur sehr schwer vorstellen, dass wenn man stirbt, dass es einfach schwarz wird und fertig war. Ne? Ist vielleicht auch so ein bisschen Wunschdenken. Mehr war es nicht. Ich bin noch nie gestorben. Ja, keine Ahnung. Also es ist wirklich so eine Sache, wo man sich wirklich, da kann man sich auch drin verlieren in dem ganzen Thema. Ne? Und ja. Ich gucke halt gerne so Sachen auf Ghostflix. Da gibt es halt Leute, die das machen. Eigentlich gucke ich da nur zwei Kanäle. Und das sind auch die gleichen Betreiber. Das ist so eine Gruppe unten aus dem Koblenzer Raum sind die. Und die machen das schon relativ professionell. Also wenn die das wirklich faken würden, dann gut ab. Dann haben sie es richtig gut gemacht, ne? Das ist echt wirklich wahr, ja. Ich würde mich auch gerne mal mit einem von denen, von der Gruppe unterhalten. Das sind so ein paar Jungs und Mädels und die machen das auch mit Herzblut, ne? Die sind da auch nicht irgendwie so Esoteriker, so Spinne oder irgend sowas, ne? Ja. Der da das ins Leben gerufen hat, der ist halt auch einer, der sagt, der wird gern messbare Ergebnisse haben und nicht irgendwie nur, ach, ich habe einen Schatten gesehen und jetzt, boah, mir geht's nicht gut.
Ich habe gefühlt wie ein Geister lang gelaufen, so oder so ein Zeug. Ne? Also, wenn ihr euch, Ja. wenn ihr uns zuschaut, meldet euch. Die wissen ja gar nicht, ob das ich so meine. Das Ja, ist doch, ja. doch, doch. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Ich Ich habe denke, die auch bei Instagram abonniert und so weiter. Ja, das sind ja ganz normale Leute, die einen ganz normalen Beruf haben und in ihrem Hobby und ihrer Freizeit dann quasi Geisterermittlungen gehen, Paranormalermittlungen. ich stelle mir das nur irgendwie vor, ob es Geister sind, ob es Aliens sind oder Gott weiß, was für Erscheinung oder sonst was oder sonst oder ja. Vielleicht werden wir ja auch nur von Außerirdischen verarscht. Das kann ja auch sein. Ja, aber ich sag mal so, es gibt so viele Videos in allen Bereichen, ja, müsste, wenn da nicht irgendwas Wahres dran ist, ja, Ja, müsste da nicht also. irgendwann mal was in den Mainstream-Medien auftauchen. Ja, aber Das die ist ja Gefahr ist ja immer, wenn du. sensationell. Der erste Geist, der erste Außerirdische, der erste, das erste Monstrum von Gott weiß was. Ja. Ja, aber das Problem ist, da vermischen sich ja auch immer ernsthafte, also seriöse Leute, vermischen sich ja immer mit den ganzen Spinnern, ja. Und wenn du dann jetzt, mal angenommen, wir zwei, keine Ahnung, wir sind auf irgendeiner Filmbörse, es wird dunkel draußen und wir hätten ein paranormales Erlebnis im Parkhaus. Irgendwie in der dunklen Ecke, ja, jetzt, Ja. ne, einfach mal frei ausgedacht. Und du würdest das rein zufällig aufnehmen, ja, du würdest den Schlag nicht hören, da wären wir als Spinne und Idioten und Schwachköpfe abgestempelt, die Geister sehen, wo keine sind, ne. Das ist halt die Gefahr bei der ganzen Geschichte und ich denke mal Naja, wirklich, die Leute, sind eh bei YouTube zu sehen, ja, die haben die Möglichkeit, da irgendwas zu ja. schneiden, zu machen, ja, Richtig, klar. ja. Ja. Und ich denke mal, die meisten Leute, die da wirklich Erfahrung mit gesammelt haben, auch vielleicht auch unfreiwillig, ja. Ich meine, ich hatte mal, nachts bin ich wach geworden, habe gedacht, jemand steht neben mir im Bett. Das ist mir schon passiert, ne? Keine Ahnung, ob da jetzt wirklich ein Geist gestanden hat oder nicht. Ich lebe ja immer noch und hatte keinen Herzstecker, ne? Man kann ja nie wissen, was da passiert ist, ja. Aber wenn ich das jetzt irgendwie groß publik machen würde, wird wahrscheinlich 99% der Menschheit sagen, naja, hast du irgendwie schlecht geträumt oder irgend sowas. Genau, ja. Das ist halt ein Thema, wenn man sich wirklich auch an die Öffentlichkeit wendet mit solchen Sachen und Erkenntnissen, läuft man halt ganz schnell Gefahr, dass man dann in so eine Ecke gedrängt wird von irgendwelchen Spinnern halt, ne? Weil es halt auch genug von den Spinnern gibt, die das machen und Ist das nicht aber auch, seriös wird ja betreiben. alles immer ins böse Licht gestellt, ja. Ja, klar. Geister sind immer böse, ja. Aber Ja. vielleicht gibt es hier auch gar keine. Also jetzt, wenn es Geister geben sollte, ja, vielleicht gibt es ja auch gar keine bösen Geister, sondern vielleicht gibt es ja auch nur gute Geister, ja. Und vielleicht hat da Ja, jemand der. neben deinem Bett gestanden, hat dir übers Köpfchen gestreichelt. Oh, Geige, komm, schlaf weiter, du liebe Bur, ja. Du Oh bist ein ja. Badende, gell? Ja. Ja, es gibt ja hier in dieser Esoterikbranche, das ist ja eine regelrechte Industrie. Da gibt es ja hier diese Schutzengel-Leute, die verdienen ja richtig Geld damit. Das ist ja, also, weißt du, und da wirst du ruckzuck in so eine Schublade mitgesteckt, ne? Also, Ja. Hut ab, wer das hier wirklich öffentlich, das kann man sich auch auf Amazon Prime Video gibt es das auch, nicht nur auf Ghostflix, ne? Das ist, ich sag's einfach, wie sie heißen. Ich meine, die werden mich wahrscheinlich jetzt deswegen nicht verklagen oder so. Nö. Aber es sind die Geisterakten, so nennen die sich, ne? Und da gibt es Die mittlerweile sind schon ja fünf öffentlich Staffeln. einzusehen. Ja, klar. Ach Und so, das ist ja dann kann eigentlich man das schon ja sagen. Schleichwerbung, ne? Aber ich werde nicht dafür bezahlt, also, ne? Von da. Nee, und ich Noch würde nicht. mich echt noch nicht, ne? Ne? Und die machen das auch ehrenamtlich. Die Einnahmen, die die generieren, damit spenden die an Tierheime oder an Kinderkrebshilfe und Stiftungen und so weiter. Also die verdienen da kein Geld mit, ne? Ja, Und ich dann würde ist mich es echt ja gerne mal. eigentlich schon mal egal, ob es echt ist oder nicht. Es geht an einen guten Ja. Zweck. Ja, man wird gut unterhalten und der Erlös geht dann an, ja klar, das ist eigentlich schon mal zweitrangig, ob es stimmt oder nicht. Aber ich würde halt mich echt gerne mal mit jemand von denen unterhalten, weil es ist einfach so ungreifbar. Und jetzt stell dir mal vor, du wärst so voll drin, ne, in dieser Ghost Hunting paranormalen Ermittlungsschiene. Und
du erlebst Sachen, die man so nicht erklären kann, und dann gehst du nach Hause, legst dich ins Bett und schläfst. Ob das so einfach ist? Das ist so ein Ding, was mir immer so im Hinterkopf auch rumspukt, wo ich denke, Ja. du hast vorhin Kontakt mit Geist gehabt, mit Geistern gehabt, hast mit denen kommuniziert über gewisse Dinge und über gewisse Wege, und dann auf einmal gehst du nach Hause und legst dich ins Bett und schläfst. Das sind so Glaube ich Dinge. nicht. Ja, aber ich würde halt gerne mal darüber reden mit denen. Vor allen Dingen, ob die sich irgendwie schützen, ob die sehr gläubig sind, und dann, ich hab da keine Ahnung, ich habe hier noch nie so Ja. eine Ermittlung gemacht, ne? Also meine Frau und ich, wir sind ja mit dem Geocaching dann manchmal an Orte gereist, wo die vorher Ermittlungen hatten. Und das ist schon streckenweise auch so Lost Place-Themen, ne? Da, das ist schon ein komisches Gefühl, ja? Wenn man so Orte betritt dann, ne? Und vielleicht Ja. liegt es auch einfach nur daran, dass man vorher gesehen hat, was sie da erlebt haben, ne? Aber wenn man dann selber dann an Ort und Stelle steht, auch im Dunkeln dann streckenweise, das ist schon komisch. Also, da merkt man schon so ein bisschen, wie sich die Nackenhaare im Genick stellen. Ja, vielleicht ein Ich Tipp denke, an man muss da euch. auch mal ein bisschen länger dort bleiben und nicht nur mal Ja, vorbeischaue, also, Hallo nee, sage. nee, also, wir sind ja schon da länger dann auch, wir haben ja streckenweise sind wir nur mit dem Ziel, die Orte zu besuchen, dahin gefahren. Ja, und wenn du dann auch 1,5 Stunden, 2 Stunden Autofahrt auf dich nimmst, bleibst du nicht nur 10 Minuten fest, wieder nach Hause, ne? Und, Ja, da willst du ja, auch das was muss, sehen. nee. Los, kommt raus. Ganz ehrlich, würdest du es wollen? Oh, kann ich dir nicht sagen. In einer Hinsicht ja, weil ich finde schon, dass sowas richtig interessant ist, ja. Also, irgendwie ja, aber irgendwie auch, ich glaube, du würdest dir erstmal in die Hose scheißen und dann würdest du versuchen wegzurennen. Ja, das ist halt immer die Sache, weil ich meine, gerade im Filmbereich, so Geisterfilme oder wenn es um paranormale Dämonenbesessenheiten sind, das gucke ich mir halt auch echt gerne an. Das ist auch so ein Genre, das ich richtig toll finde, ja. Ja. Aber wenn es dich dann selber mal trifft, dann weiß ich nicht, ob ich wirklich Lust drauf hätte. Kommt halt immer auf die Situation drauf an. Ja. Ich würde ja, es gibt ja Ja, es auch kommt auch drauf so. an. Kommt der Geist an und macht Bu oder macht der Eigude, ja? Talk to me, hast du gesehen? Ja. Hab ich jetzt auch ganz vergessen zu erwähnen, haben wir auch die Tage geguckt. Ne? Ich meine ganz ehrlich, wenn da jemand käme mit so einer Hand und ich würde sehen, was mit anderen passiert, wenn die das machen, ich weiß nicht, ob ich das auch machen würde. Ja. Weil jetzt mal hier frei nach H.P. Lovecraft, da kommen wir schon wieder auf das Thema Cthulhu zurück, ja. Du läufst halt immer Gefahr, wenn du lang genug auf etwas starrst, dass es irgendwann anfängt zurückzustarren. Und wenn es dich dann sieht, dann ist es halt wahrscheinlich nicht so gut, ne? Ja. Und wie gesagt, das ist halt schon eine sehr esoterische, spirituelle Frage. Also muss jeder für sich selber beantworten. Auch ob er an sowas glaubt oder nicht. Ich bin da sehr, sehr skeptisch, aber Das muss man auch überall sein, ja. ja, Erstmal ein klar. bisschen mit Skepsis ran und nicht alles glauben, was man da sieht. Ja, weil es halt auch zu viele Scharlatanerie gibt, da, also Scharlatan. Aber ich bin dem sehr, sehr, also ich gucke mir es gerne an. Es ist auf alle Fälle sehr interessant. Ich bin da sehr neugierig drauf. Ja. Gut. Und sag mal, guckst du dir eigentlich Filme, Serien oder Gott weiß was an, eher zur Berieselung oder so wie jetzt hier mit ein bisschen mehr Anspruch? So, oh, da Also, muss, da denke ich drüber nach, versetze mich da rein, lese danach noch drüber oder Gott weiß was oder guckst du mehr Filme, Serien hinlegen grad, und nee, einfach nee. Kopf aus? N-n. Also ich habe schon vor langer Zeit damit angefangen. Ich gucke mir gerne Sachen an, die mich auch echt interessieren. Ich wühle deswegen auch gerne in älteren Filmen rum, weil ich finde gern Perlen. Das sind, wenn ich einen Film geguckt habe und der Abspann läuft und ich bin auch jemand, der sich den Abspann anguckt, weil die Filmmusik im Abspann gehört für mich dazu. Meistens läuft da ja, keine Ahnung, gewisse Zeit lang die Filmmusik und dann fängt ein Lied an
und so weiter. Es ist auch, wenn ich im Kino bin, bleibe ich sitzen und gucke mir den Abspann noch mit an. Mache ich auch, ja. Ja, weil für mich gehört er einfach dazu, das Erlebnis, weil dann sacken noch mal so die Bilder und die Eindrücke und ich gucke halt einfach gern Sachen, die nicht nur einfach dumm sind und wo man berieselt wird. Ich gucke gern Sachen, wo ich wirklich drüber nachdenke noch eine Zeit lang. Wenn ich zum Beispiel auf der Arbeit stehe und was mache, habe ich immer Musik auf den Ohren und so weiter und denk dann streckenweise über Filme nach, die ich gesehen habe, die mich dann noch so ein bisschen beschäftigen. Und das macht irgendwie viel mehr Spaß, als wenn du einen Film guckst, wie zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt Bekenntnis der Exorzist. Der ärgert man sich eigentlich drüber und man ist einfach nicht da in Versuchung, irgendwie noch vielleicht Sachen rein zu interpretieren oder die ganze Geschichte weiterzudenken oder in was wäre, wenn. Stell dir mal vor, die hätten das so Ja. oder so gemacht, was dann hätte passieren können. Und das finde ich schön, wenn ich wirklich Filme und Serien vor allen Dingen auch gucke, wo ich auch wirklich mitdenken muss, dass ich Sachen nicht vergesse, die später vielleicht nach, gerade bei Serien, nach 10 Folgen auf einmal wichtig sind. Und wenn du das Ja. vergessen hast, kannst du der Handlung nicht mehr folgen und denkst dir, warum ist denn das jetzt so? Und dann, ne, musst du nachgoogeln und so weiter. Also ich gucke Filme und Serien viel lieber, wenn die richtig tiefgehend sind. Best Beispiel, True Detective, erste Staffel. Sagenhaft, mega gut. Auch wieder hier Carcosa, König in Gelb, Cthulhu, Thematik. Aber super, echt. Richtig gut. Da bist du auch gefesselt von Anfang bis Ende. Und stell dir mal vor, du guckst eine Serie und stellst da 4 Folgen fest. Oh, eigentlich interessiert es mich gar nicht. Und dann hast du hier, keine Ahnung, schon mal. Im besten Fall geht eine Folge nur eine halbe Stunde, ne? Hast du Ja. 2 Stunden verschwendet, wo du einen guten Film hättest gucken können, ne? Also, nee, ganz klar gucke ich Sachen, weil sie toll sind und nicht nur, um mich zu berieseln zu lassen. Ja. Ja, bei mir ist es halt, ich gucke gerade unter der Woche irgendwelche Filme, wo ich einfach nur auf die Couch komm, Bilder, komm, zeigt mir was, ja. Einfach nur irgendein Schwachsinn, was Blödes oder eben was man eben schon kennt, ja. Und wo man dann auch mal sagen kann, so, ich bin jetzt eingenickt, ist jetzt nicht so tragisch, ja. Das ist Ja. so unter der Woche, gucke ich das dann doch schon lieber. Ich will nach der Arbeit gar nicht mehr groß denken müssen, ja. Wochenend sieht es aber zum Beispiel anders aus. Da hat man ein bisschen mehr Zeit, ist fitter oder so. Und da will man auch dann von Anfang bis Ende irgendwas gucken und wie du schon sagst, ja, wenn du dann noch Fragen hast oder Gott weiß was, dass du dir vielleicht sogar noch ein Making-of anguckst oder so, ja, das ist dann so eher Wochenende, ja. Da befasse ich mich dann schon eher ein bisschen damit. Aber unter der Woche, nee. Umso hirnrissiger der Film, umso geiler. Ja, nee, also ich lese auch gerne mal das Buch, bevor ich den Film gucke, wenn es ein Buch gibt. Und bin dann relativ oft fast immer enttäuscht über den Film, weil das Buch viel besser war. Ja. Ne? Aber ja, zum Beriesen. Ich gucke halt unter der Woche so abends viel YouTube. Da einige Kanäle, die ich dann laufen lasse, so hier The Grim Life Collective oder Sean Clark oder der Hessensammler zum Beispiel. Solche Sachen gucke ich, oh, oh. Solche Sachen gucke ich mir an oder suche gezielt nach Reviews von Filmen, die mich interessieren und höre, es gibt halt Leute, deren Meinung schätze ich und es gibt halt auch Leute, wenn die sagen, der Film ist gut, weiß ich, der ist nicht gut, weißt du? Und ja, Das ist ja und auch bei mir so. Ich habe auch so meine YouTuber, da weiß ich, wenn die den Film gut finden, dann finde ich den auch gut oder umgekehrt. Ja. ja. Ich habe zum Beispiel hier den einen da, wie heißt der, den Cupretti oder sowas. Ganz Ja, habe ich komischer mal Kerl. von gehört, von so einem Typ, Ja, ja. ganz komischer Kerl. Und wir sind, was Filme angeht, schon so ziemlich gleich, ja. Aber alles, was so ein bisschen außergewöhnlich ist, ja, weiß ich sofort, oh, okay, den mag nicht jeder. Wenn er ihn mag, mag ich ihn nicht. Ja, das weiß ich von vornherein schon, ja.
Ja, Und man. ist trotzdem, weißt du, das Kellsche da vorne ist sympathisch, dann guckt man so oder so gerne zu und dann ist es ja egal, ja. Ja, ich kann den Kompretti auch gut leiden. Ich gucke mir auch öfters mal ein Video von dem an. Das ist ein angenehmer Mensch. Wenn der so redet und erzählt, kann man sich das ruhig mal angucken. Filmtechnisch, ja, ich bin halt überhaupt nicht Rocky-Fan oder sowas, ne? Oder hier diese Action-Dinger da, weißt du? Ja, ist nicht so Ja. meins, ja. Aber von an sich, ja, warum nicht? Der guckt ja auch gern mal so ein paar extremere Filme, wo dann auch hier Trauma und nee, wie hießen die? Was weiß ich, Ja. keine Ahnung. Und ja, also Filmgeschmack technisch würde ich mich nicht auf ihn verlassen, aber der hatte mal ein geiles Format, das hieß Kennt ihr den noch? Und da hat er mir mal so ein paar alte Schinken in die Kamera gehalten und da waren echt gute Sachen dabei. Also, Ja, Herr Copretti, kennt ihr den ja. noch? Wo ist das denn? Ja. Ja, das gibt's gar nicht mehr, ne? Nein. So, Warum auch so nicht? nämlich. Ja, im Aber Frachter. es ist aber allgemein so, ja. Ich hatte ja auch früher mal mein Was guckte Timo oder sowas, gell? Hieß das so? Ich weiß noch nicht Keine mal. Ahnung. Und da habe ich ja Keine auch Ahnung. irgendwie wöchentlich oder monatlich, nee, wöchentlich, habe ich zu den ganzen Filmen am Stück so kleine Review gegeben, wie sie mir gefallen haben. Aber das ist so viel Arbeit, ja. So viel Zeit habe ich gar nicht mehr, ja. Und ja, so wird das bei allen YouTubern so sein. Man hat so Ja, sein natürlich. Format, aber wenn man irgendwas wöchentlich bringen muss, ja, weil es einfach, weil du es schon immer so machst und dann keine Zeit mehr hast, dann wird es richtig zur Arbeit. Ja, und dann wird es eigentlich Zeit, das dann auch langsam abzusetzen. Natürlich. Ist eigentlich so, ja, wenn du was machen Ja. musst und gar keinen Spaß mehr dran hast. Nee, dann wenn das so wäre, wäre es ja Arbeit. Und Ja. dann macht es ja keinen Sinn, ne? Weil ich meine, ganz ehrlich, YouTube macht man ja im Prinzip jetzt, wenn man nicht von lebt, einfach nur aus Spaß an der Freude, ne? Ich Und habe wenn mir es dann so damals zeitaufwendig ist. alle Filme auf den Stapel gelegt und dann war Sonntag. Ich glaube, wann habe ich die raus? Ich glaube, montags hatte ich die immer rausgebracht, die Folge. Und dann war immer so sonntags, oh, ah, jetzt guckst du heute Abend noch einen Film, den willst du ja auch noch damit reinpacken. Also musst du heute Abend das Video drehen. So, ah ja, Sonntagabends hast du da keinen Bock mehr und das dann noch alles zu schneiden und und. Dann, ah ja, okay, dann ist der letzte Tag eben der Samstag. So, dann freitags bist du arbeiten, entweder machst du es dann Freitag nach der Arbeit oder dann eben an einem Samstag, ja. So, dann ist vielleicht Wochenende, du willst was machen und Gott weiß was und hast gar keine Zeit dafür. Und das ist dann alles so, oh, ich muss, ich muss, ich muss und dann hast du so ein bisschen Druck dahinter und dann. Nee, nee, so macht es dann auch keinen Spaß. Ja, und deshalb habe ich das damals auch gesagt. Nee, gibt nichts mehr. Das ist einfach. Nee, das ist. Wenn es keinen Spaß mehr macht, hör auf. Ja? Ja, sicher, auf alle Fälle, ja. Nee, sehe ich genauso wie du, ja. Also, das ist ja mit unter anderem auch ein Grund, warum ich kein YouTube mache selber, weil ich hätte gar nicht die Zeit, da wirklich regelmäßig auch ein Video rauszubringen, weil ich hätte auch gar nicht die Lust, mich dann dahinzusetzen und zu sagen, ich muss jetzt ein Video drehen, weil nächste Woche Mittwochabend um 17 Uhr kommt immer ein Video von mir auf dem Kanal. Da würde ich mich selber ja geißeln, ja. Also von daher, boah, nee. Ja. So ein Ding, nee, kriege ich nicht hin. Rein Nee, ich zeitlich mache schon. jetzt auch weniger, ja. Ja. Und im Moment auch, ja, durch die Arbeit und viel müde und keine Ahnung, da habe ich auch gesagt, ja, ich mache jetzt erstmal ein bisschen weniger. Und so. Nee, auf alle So, Fälle. Also. ich glaube, warte. Ich habe, was gesehen, das hat mich auf eine Frage gebracht, die ich so gar nicht aufgeschrieben hatte, die mich aber brennend interessieren würde. Und zwar, was ist denn dein Lieblingsfilm von dem Regisseur John Carpenter? Der hatte nämlich schon
der hat einiges im Portfolio, was er gemacht hat. Ja, nee, John Carpenter ist eigentlich recht einfach und ist eigentlich auch, denke ich, die Standardantwort von fast jedem. Das Ding aus Weiß einer nicht. anderen Welt, ja. Ja, auch, Ja. ja. Also das ist so. Wenn ich jetzt überlege, was hat er noch gemacht? Du, das Ding aus einer anderen Welt, das ist ja Aber ja. zu 100% könnte das eine Geschichte aus dem kosmischen Horror, aus dem Cthulhu-Universum sein. Also das ist 100% Cthulhu, das Ding aus einer anderen Welt. Also wenn du, oder doch, ja, auf alle Fälle, weil so, genau so könnte sich eine Geschichte oder ein Abenteuer in diesem Universum abspielen. Ja. Wie es da ist. Das ist nämlich, ja doch, John Carpenter, The Thing ist Cthulhu eigentlich. Wenn man es so will, ne? Weißt du, welcher meiner ist? Also The Thing, ganz klar. Also ich denke, das wäre dann eher eine Top 3. The Fog finde ich super geil. Ist mir gerade vorhin aufgefallen. Eigentlich ist das ein Film, den könnte man sich auch mal im Mediabook dahinstellen, ne? Ich weiß gar nicht, ob es große Hardboxen gibt von dem Film. Das müsste ich mal nachforschen. Ja, Aber The bestimmt. Fog, den müsste man eigentlich im Mediabook darstellen. So als Sammler, Gibt ne? ein Mediabook, gell? Stimmt, gibt's in dem Mediabook. Ich glaube, da gab Also. es. Hat den 84 nicht damals rausgebracht? Keine Ich weiß Ahnung. nicht genau. Also, ich hab, also, das ist so einer der Filme, die sind so gut. Da würde ich sagen, ey, da würde ich auch Geld für Mediabook für ausgeben. Oder aber so Sachen wie hier, die Fürsten der Dunkelheit. Das ist auch Den geil. muss ich mir noch kaufen. Den habe ich auf Video. Ich habe den, ich kann da auch gar nicht mitreden. Ich habe den so lange schon nicht mehr gesehen. Und ich denke mir, Hattest du. ab und zu wird er mir mal irgendwie vorgeschlagen, wenn ich so bei Amazon mal so ein bisschen rum einfach mal durchforst und dann, oh, stimmt, den wolltest du ja auch kaufen. Und dann legst du in den Warenkorb rein und dann findest du andere Sachen und dann verschwindet der irgendwie wieder. Ich weiß Ja, aber hier mit Alice Cooper und so und Donald auch nicht. Pleasance und so, der ist geil. Und weißt du was, eigentlich mit einer der prägendsten Filme für mich auch war von John Carpenter war Das Ende, Assault on Precinct 13. Ja. Der ist richtig gut. Ist richtig gut, der Film. Den hatten sie halt dann auch nochmal neu verfilmt, hier mit Lawrence Fishburne und ich meine, Ethan Hawke war auch Das dabei, ich bin mir nicht mehr sicher. glaubt, der war nicht so gut, oder? Es war halt kein Horrorfilm. Das war aber allein die Kameraführung mal am Anfang, wenn da die Gang mit den M16-Gewehren im Auto durch die Gegend fährt und so, ne? Und du siehst halt, dass die kurz davor sind, Amok zu laufen, die Jungs. Das ist schon echt gut. Doch, der ist Ja. richtig gut, der Film, ja. Aber der ist halt kein Horrorfilm, ne? Deswegen haben sie dann wahrscheinlich auch nicht mehr so die Lobby für den Film gehabt und deswegen ist er auch nicht so erfolgreich geworden, ne? Weil nach Halloween war ja nur noch eigentlich Horror angesagt. Ja. Ich war auch damals in John Carpenter's Vampire. War das John Carpenter oder Wes Craven? Ne, doch, war John Carpenter's John Vampire. Carpenter, ja. Ja, war ich im Kino gewesen und war schon ziemlich enttäuscht. Aus Also dem mir hat der, ich Kino habe den auf rausgelaufen. Video gesehen damals, ich fand den gut. Das Ding war halt, ich habe nicht da erwartet, dass der Film sich nicht ernst nimmt. Ich habe gedacht, das wäre ein ernsthafter Ja. Film. Ja. Und dann gehe ich ins Kino mit den Vampirjägern am Anfang in dem Haus und so, ne? Und habe mir einfach, was ist das jetzt für ein Kappes? Die machen da ja hier einen auf Slapstick und so, weißt du? Und das hat mir bis heute, ne, bin ich eigentlich, ich habe zu viel erwartet, ganz einfach. Und dann Ja. ist sowas bei rausgekommen und dann war das nicht mehr meine Welt. Gut. Gibt es eigentlich einen Film,
der eine ganz besondere Bedeutung für dich hat. Ja, klar. Gibt einige, ja. Also Friedhof der Kuscheltiere war damals, habe ich glaube ich schon mal erzählt, den habe ich viel zu früh gesehen. Da hatte ich echt wochenlang Probleme, nachts im Dunkeln, im Schlafen und so. Das war nicht gut, dass ich den so früh gesehen habe. Ja. Der Hund von Baskerville, den habe ich auch viel zu früh gesehen. Ich kann dir auch gar nicht mehr genau sagen, welche Version und Adaption das war. Ich weiß nur noch, dass ich auf dem Sofa gesessen habe und habe mir ein Kissen so vors Gesicht gehalten, dass ich nur am Bildschirmrand die Köpfe von den Schauspielern sehen konnte. Wirklich. Es war schon nicht so toll. Ja. Ja, aber ansonsten weiß nicht. Also, ja, wie ich dann in jungen Jahren Violent Shit 2 gesehen habe, dann hatte ich, glaube ich, schon beim ersten Mal schon erzählt, wo ich im ersten Moment wirklich dachte, das ist ein Snuff-Film. Dass du da Ja. wirklich hier völlig, das war auch eine sehr schlechte VHS-Raubkopie, ne? Das hat wahrscheinlich noch zu dem Eindruck beigetragen, dass ich gedacht habe, das wäre ein Snuff-Film. Aber ich war halt auch viel zu jung, um das überhaupt Ja. sehen zu sollen, ja. Ja, aber dann so richtig beeindruckt, boah, ja. Ja, nicht direkt beeindruckt, aber irgendeine Bedeutung, weißt du, so, das ist der Film, weil ich die und die Verbindung halt damit habe, weißt du. Phantasm Teil 2 ist so ein Film zum Beispiel, den habe ich gesehen, ohne dass ich wusste, was um was es geht. Mehr oder minder durch Zufall. Gab früher auf RTL, in den Sommerferien war das immer, Hildes wilde Horrorshow hieß das. Ja. Da haben die so ein bisschen die Elvira kopiert. Es war auch eine hier in knappen Klamotten hier mit Dessous und Korsett und aufgetakelt und aufgebrezelt hatte, hat sich dann auf so einem Sofa geregelt und dann liefen da jedes Wochenende im Sommer zwei Horrorfilme. Ja, irgendwie so, keine Ahnung, Freddy und danach noch ein schwarz-weiß Universal Monsterstreifen. Auf RTL war das. Und da lief unter anderem Phantasm 2. Ich habe einen Film aufgenommen mit einem Videorekorder und der war fertig und danach kam Phantasm und ich habe den einfach weiterlaufen gelassen, habe auch Phantasm geguckt. Und da hat mich damals zu dem Zeitpunkt so tief beeindruckt, dass ich es vergessen habe, dass die Kassette nicht gelangt hat, um den ganzen Film aufzunehmen. Und irgendwann macht's Klick, Kassette vorbei und bis ich dann soweit war, waren 5 Minuten von dem Film weitergelaufen, habe ich gesagt, komm, es macht keinen Sinn, den nochmal aufzunehmen. Also hatte ich nur ungefähr 30 Minuten von dem Film auf Band. Und da war sogar noch einmal Werbung mit drin, weißt du? Und dann habe ich sehr lange immer nur diese erste halbe Stunde von dem Film geguckt. Und So eine ja, wie. Geschichte, ja, so eine Geschichte habe ich auch. Full Metal Jacket. Ja, auch, ja, doch, Da war ja. auch, ich habe den, bis ich den auf DVD hatte, nie komplett gesehen. Ich hab aufgenommen vom Fernsehen und dann war irgendwann nach der Ausbildung. Bob, fertig. Kassette war voll, einmal ist mir das Band verflettert, ja. Also Ja. konnte die zweite Hälfte auch nicht gucken. Dann hatte ich irgendwann, oh, der läuft ja. Super, ja. Und dann habe ich die zweite Hälfte aufgenommen und habe gedacht, hey, jetzt habe ich auf der Kassette die erste, auf der Kassette die zweite Hälfte. Dann habe ich aber die erste Hälfte mit was anderem überspielt gehabt. Und ich hatte nie den kompletten Film. Ja, das sind so Und, Sachen, die sind echt schlimm, oh, ne? ja. Und dann auf DVD, oh, jetzt kannst du dir endlich mal angucken, ja? Warum ich mir den nie ausgeliehen habe, weiß ich auch nicht. Das war einer der Titel, den haben wir früher in jungen Jahren, wenn wir uns irgendwo bei irgendjemand am Wochenende getroffen haben mit Pizza und Übernachten und Kram, dann musste irgendeine Mutter, musste unter anderem auch immer Full Metal Jacket ausleihen, weil das war einer der Filme, den wir viel geguckt haben, ne? Ja. Und der ist ja bis heute noch geil, also hier Ja, mit dem aber ich war ja froh, Vincent. dass ich wenigstens den Anfang immer gesehen habe. Ja, die Wenigstens geil. Ausbildung, ne? Ja. Lee R. Ernie, dem Ausbilder, der war, ja, der Film ist super, ganz ehrlich. Obwohl ich schwer davon ausgehe, der selbst dieser Film bildet nicht wirklich die Grausamkeit ab, die in so einem Krieg wirklich stattfindet. Nee, nee.
Ich denke mal, die Realität ist wahrscheinlich 10-mal schlimmer. 100, man Also, kann es wahrscheinlich gar nicht in einem Wert beschreiben. ich hab halt jetzt nur gehört, der Film Komm und Sieh. Das ist so ein russisches Werk, ja, von, keine Ich von Ahnung, gehört, so. ja. Ja, der soll wohl angeblich die echte Grausamkeit des Krieges zeigen, also nicht das ganze Hollywood-Gedöns, ja, sondern Ja, eben abwarten. richtig hart, ja, aber ich habe ihn nie gesehen, ich weiß es nicht, ja. Ja, abwarten. Ich hatte mal ein Buch in die Finger bekommen, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, und da hatten die Beschreibungen und Aufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg von Verletzungen. Da war ja dieser Stellungskrieg mit den Schrapnellbomben und so weiter und den Leuten, die sind ja nicht gestorben, die wurden nur verstümmelt, ne? Und oftmals hatten die auch massive Verletzungen im Gesicht mit Verlusten von ganze Körperteile im Gesicht, ganze Sektionen, die weggerissen waren, ne? Und das waren alles alte Schwarz-Weiß-Aufnahmen, aber das war schon nicht schön, ne? Also Krieg ist niemals gut, egal in welcher Art und Weise, in welcher Ja, Form. Mir ist aber noch ein Film eingefallen und das ist Poltergeist Teil 2. Den haben wir. Teil 2. Ja, den haben wir Ja, mal okay, auf dem der Keller ist schon gruselig. The Reverend Kane. Das ist Ja, schon genau. ein echt ein gruseliger Typ. Aber weißt du, wo ich den zum ersten Mal gesehen habe? Ich war auf einen Kindergeburtstag eingeladen und abends, wie es dunkel war, da haben wir uns vor den Fernseher verzogen und die Mutter hat irgendwie, gab es immer da Pommes mit Würstchen oder Spaghetti abends oder irgend so ein Zeug, ne? Und die Mutter dachte, wir gucken uns irgendeinen lustigen Film an. Und irgendeine hatte Poltergeist Teil 2 eingelegt. Und wir saßen da so mit 10 Jahren oder so und haben Pol da war auch blöd an dem Abend dann mit dem Einschlafen. Das war schon nicht so toll. Ja, doch. Aber der Reverend Kane, der ist halt auch bis heute einer der ekelhaftesten und gruseligsten Charaktere, die irgendwie in einem Film aufgetaucht sind, Ja, finde ich. doch. Der ist so, oh, wenn der den Mund aufmacht, der hat irgendwie mindestens doppelt so viele Zähne wie jeder normale Mensch, was so dieses Stefan Raab-Grinsen, weißt Ja. du, mit 1000 Zähne auf einmal und dann singt der so komische Kram, ne, und oh. Ja, das ist auch so ein kleines Kindheitstrauma. Doch, ja. Doch, das war schon damals übel, ja. Nee, doch, muss ich sagen, doch. Das sind so die drei, die mir jetzt auf die Schnelle so eingefallen sind. Wobei Friedhof der Kuscheltiere an erster Stelle steht. Der war, doch, das war mit der schlimmste von allen, ja. Da war ich, glaube ich, auch am jüngsten. Ja, wie gesagt, das So war jung schon. keine Filme. Ja, hör mal. Ich kann es mir bis heute noch nicht nachvollziehen, dass das überhaupt passiert ist. Wir waren bei unseren Nachbarn gewesen, die hatten Premiere und da lief der Film. Und meine Schwester, ich habe eine ältere Schwester, die hatte den schon gesehen, hatte ganz euphorisch von diesem Film erzählt, wie toll und gruselig der Film ist. Ne? Da war sogar meine Mutter war da mit dabei. Und dann sind wir mittags Kaffee trinken, irgendwas da drüben gewesen. Dann ging es auch los. Oh, Friedhof der Kuscheltiere kommt gleich, weil da wurde ja jeder Film 30 Mal im Monat gezeigt, ne? Und dann alle auf den gucken mehr. Dann haben die sogar die Rollläden runtergemacht, weil es ja mittags war, damit es gruseliger wird im Dunkeln, ne? Und der kleine Kai sitzt mit dabei. Und ey, wirklich, dass da keiner gesagt hat, ey, hört auf, der Film ist nichts für den Bengel, der ist noch zu jung für sowas. Er hat keinen interessiert. Und ich hatte da echt wochenlang Probleme mit, dann nachts beim Einschlafen. Also, boah. Boah, übel, ey. Aber wie gesagt, ne? Hat mir ja nicht geschadet. Man weiß nicht. Man weiß es nicht, nee. Ja. So, ich gucke nochmal auf meine Liste, was ich da noch draufstehen habe. Gibt es einen Film, den du dir wünschst? Gibt es irgendwas, das du mal gern verfilmt sehen würdest? Verfilmt sehen wird. Das heißt, es gibt es noch nicht. Ja. Moment, lass mich mal. Ich habe so eine Buchreihe von
Justin Cronin heißt der. Das ist, oh, wie hießen die? Der Übergang, der. Egal, frag mich nicht, wie die hießen. Und zwar geht es darum, dass es Vampire oder vampirähnliche Viecher auf die Welt kommen. Und da ist so ein Mädchen, ich glaube, das dürfte immun, glaube ich, gegen das Ganze sein. Und die Vampire, die überrennen eben die Welt, ja. Und das ist so das erste Buch. Da gibt es auch so ein paar Obervampire, die dann so Armeen bilden, die sich dann gegen die Menschen eben kämpfen. Und dann geht es dann weiter, ich glaube im zweiten Buch, dass die Menschheit so gut wie ausgerottet ist. Also es ist so postapokalyptisches Thema dann, ja. Es gibt kaum noch Essen, es gibt kaum noch Trinke und dies und das und jenes und die Vampire streifen überall auf der Welt umher und ja, wie in so einem Apokalypse-Szenario, die Menschen haben halt ihre Rückzugspunkte, ihre Foren und sowas, wo sie sich da irgendwie gegen die Vampire stellen und dann dieses Mädchen hat dann da noch irgendwelche Kräfte so. Also das war schon super. Das ist schon richtig gut zu lesen. Das Gerade hört weil man sich so ein halt auch, bisschen ja. nach Vampire Nation an. Könnte, ja. Und ich fand das halt richtig gut, weil eben du ein ganzes Buch hast, also das erste Buch, wo es halt wirklich rein darum geht, es kommen Vampire und dies und das, wie es halt heutzutage in der heutigen Zeit so ist. Nö. Ja, und dann eben im zweiten Buch totale Apokalypse, ja. Dass es da so halt dann weitergeht. Ja, also das fand ich. Mir hat's gefallen, ja. Ja, also so Endzeit-Sachen finde ich ja auch super. Ich war auch Ja. damals von The Walking Dead total positiv überrascht, wie die Serie rauskam. Hab dann parallel dazu angefangen, auch den Comic zu lesen, ne? Und ja, es wurde halt auch immer verrückter, weil ich wollte immer nach Dawn of the Dead, also nach dem Original, wenn die mit dem Hubschrauber dann flüchten von dem Kaufhaus, wollte ich immer wissen, wie ging's denn dann weiter? Ja. Das war so die Krux an der Geschichte, wo ich gedacht habe, ja, aber die müssen ja irgendwann mal landen. Der Sprit hält ja nicht für immer. Und wie, ne, die Frau und der Ken Foray, ich weiß gar nicht, wie die Frau hieß. Und ne, wie Ja. ging es denn dann weiter? Und das fand ich, hat The Walking Dead so schön dargestellt, weil es gibt hunderte Filme, wo irgendwie die Zombie-Apokalypse gezeigt wird, aber wie es dann danach weiterging, hat keiner gezeigt, richtig. Ja. Und das hat mir bei The Walking Dead sehr gut gefallen. Ne? Aber wie gesagt, da braucht man so. Also ist, glaube ich, jetzt endlich vorbei, ne? Ich Irgendwie. glaube schon. Also ich war ja Aber. schnell raus, aber ich war auch sehr schnell gehypt. Ich habe irgendwann mal was gelesen gehabt, The Walking Dead kommt, eine Zombie-Serie. Ich so, boah, geil, Zombie-Serie. Und dann war ich eines Tages, ja, da lief die noch gar nicht im Fernsehen, bin ich hier bei uns in den Müller rein und hab mir, und da stand die Serie Walking Dead auf DVD. Ich so, ist es das? Ist es das wirklich? Hab mir das Ding gekauft, hab's eingelegt. Ja, es ist es. Also es lief wahrscheinlich dann im Pay-TV, aber im Free-TV lief das Ding noch nicht, ja. Und es war aber die gekürzte, ja. Das ist auch noch so eine schöne Glanzschube, hat es noch so rum, das habe ich noch, das Ding. Ich Und habe auch, war halt. glaube ich, 5 Staffeln da mit diesem Schuber, mit diesem beigen Schuber drum, ne? Ja, genau, und den, wo ich aber meine, das ist so ein grünlich glänzender Schuber. Ach so, ne, okay, Das ja. war, das war die erste Staffel geschnitten. Ja, also da haben sie halt Ah, ein paar okay. Sachen, ja, war ab 18, ist aber geschnitten gewesen. Und das wusste ich aber damals nicht. Ich habe ja nur gedacht, boah, geil, Walking Dead, du bist so der Erste. Dann kam der Kumpel vorbei. Ich so, guck mal, ich habe, Walking Dead, gibt's das schon? Und ich so, ja, ich war auch verblüfft, gell?
Aber ja, haben wir die erste Staffel gesehen und da war hin und weg, ja. Und Ja. ich bin dann irgendwie zweite Staffel, dritte Staffel, ich bin nach der vierten Staffel schon ausgestiegen. Mir war das irgendwie immer zu blöd, ein Jahr warten, gucken und dann irgendwie hab die vierte geguckt und auf einmal hieß es, hey, hast du schon die sechste Staffel gesehen? Und ich so, sechste? Ich muss erst mal fünf noch gucken. Und dann habe ich gedacht, ja, machst du demnächst? Und auf einmal, oh, Staffel 8 ist schon draußen. Staffel 8. Ja. Ich bin dann gar nicht Nee. mehr nachgekommen. Ich war, nach vier war ich raus. Ja, das Ding ist, die durften ja auch dann schneller produzieren und veröffentlichen, wie der Comic rauskam, weil der Kirkman war ja noch am Schreiben beim Comic, ne? Und das war auch so ein Grund, warum die zweite Staffel sich so gezogen hat. Die haben ja die Tochter von der Carol gesucht, die da verschwunden ist. Die haben eine halbe Staffel lang, haben die nichts gemacht, außer durch den Wald zu laufen, nach dem Kind zu suchen. Und Ja. das hat mich schon so ein bisschen, boah, war's nicht, ja. Auch in der fünften Staffel hier mit Terminus, mit den Kannibalen, das im Comic ist das, glaube ich, in zwei oder drei Seiten abgehandelt, das Thema. Die Ja. treffen auf diese Kannibalen-Leute in Terminus, machen die Knülle und ziehen weiter, die Gruppe um den Rick, ne? Und das, boah, ist halt auch schon, ne? Der Governor, der wurde im Comic ein bisschen anders der dargestellt. Der hat auch im Comic hat er dem Rick Grimes die rechte Hand abgehackt beim Hackeball. Der hat da also nur noch eine Hand im Comic, ne? Und die Handlung ist ein bisschen anders der. Das haben sie wohl gemacht, damit die Leute, die den Comic dann schon gelesen haben, nicht gespoilert werden zur Serie und so weiter. Aber Okay. ich war dann auch raus aus der Nummer. Ich habe das jetzt noch fertig geguckt. Auch gestreamt, ich meine auf Disney Plus, die finale Staffel, war Aber dann aber bis auch zum. froh, wie es fertig war. Das sind jetzt 11 Staffeln, gell? Gibt Ich es da glaube bis 10. zu. Oh nein. Oder 10? Ja, Ich egal. weiß. Aber gibt es die Comics bis zum Ende oder haben die da irgendwann aufgehört? Ich habe beim Comic aufgehört, mittendrin, wo sie den finalen Krieg mit dem Negan hatten. Der heißt Krieg, gibt's, ist ein Doppelband. Krieg Teil 1 und Teil 2. Das ist da, wo die wirklich mit Negan diesen finalen Kampf haben. Das sind, meine ich, 20, 25 Comicbände irgendwie. Ich kann es dir nicht genau sagen. Aber Und gibt es da so viel Comic, wie es auch, also ja. gibt es den Das. letzten, die letzte Die Staffel, Comics, da, dazu gibt es auch noch Comic. also bis zur finalen Staffel, wo ich gesehen habe, also ich habe da auch nur die Cover von dem Comic gesehen. Ich weiß nicht, ob das darüber hinaus noch weitergelaufen ist, das Comic, oder weiterläuft, kann ich dir nicht sagen. Aber das haben sie wohl bis dahin wohl gemacht mit den Comics, also der Kirkman. Damals gab es ja schon das Spin-off mit hier The Walking Dead Beyond oder World Beyond oder wie das Ja. hieß. Mit den Kindern, die ja in der Apokalypse quasi, also nach dem Zombie-Ausbruch aufgewachsen sind. War auch nicht meins gewesen. Fear the Walking Dead, also boah. Da habe ich auch drei Staffeln gucken, mich durchquälen müssen, bis es dann mal irgendwie interessant wurde, ne? Und ja, also für mich hat das Thema, ich weiß gar nicht, wie man jetzt auf The Walking Dead kommt. Aber... Normalerweise ist das ja richtig geil, ja? Du hast einen Ja. Hauptstrang einer Serie und Ja, dann ja. hast du noch weitere Serien, die da mit drin spielen. Eigentlich ist es ja geil, ja? Ja. Aber wenn es eben Logo, nicht gut aber gemacht ist. nee, das ist ja, also ich meine, das ist, es liegt ja auf der Hand. Mal angenommen, das würde wirklich passieren, irgendwie ein Virus würde die Toten wieder auferstehen lassen und die Menschheit, bis die das gerafft haben, sind die ja völlig dezimiert. Da kann ja kein Mensch irgendwie, kann das handeln. Das ist ja Sachen, die kann man sich nicht vorstellen. Und dann würde aber jedes Mal, egal bei welcher Katastrophe, egal was das ist, ob das ein Zombie-Ausbruch ist oder Außerirdische kommen oder was weiß ich was, würde ja immer eine kleine Gruppe Menschen überleben. Weil es ist ja einfach so. Und die treffen dann auf andere Überlebende. Und dann fängt genau das an, was The Walking Dead auch gezeigt hat. Dann fangen die an, sich gegenseitig zu bekriegen, weil der will das, was der hat und so weiter und so fort. Ne? Und das fand ich halt gut dargestellt. Bis zur Staffel 5 von mir aus, ja. Und dann wurde es halt einfach nur noch belanglos. Ne? Das war irgendwie, boah. Die Zombies sind ja Nebensache irgendwann und genauso ist es ja auch ein Wahr. Also
wäre es, wenn das passieren würde, dass die Zombies Nebensache sind, weil, ja, solange sie nicht in Horden und Massen auftreten, sind sie jetzt nicht so das Problem. Und Ja. die anderen Überlebenden sind halt genau die Krux an der Nummer und genau die musste aufpassen. Das fand ich halt gut an der Serie, aber auch an dem Comic. Aber wie gesagt, irgendwann wurde es einfach zu abstrus. Wo das schon anfing mit dem Königreich hier, mit dem Typ, der den Tiger hatte, den Ezekiel oder wie der hieß, mit seinem Leibwächter, mit dem großen Hackebeil und dem ganzen Mist. Also da war ich eigentlich schon, für mich war ich schon bedient bei der ganzen Sache. Ne? Ja. Aber wie gesagt, wir kriegen ja jetzt nochmal hier, Rick Grimes kriegt eine eigene Serie, Daryl Dixon kriegt eine eigene Serie und hier den Negan mit der Maggie kriegt eine eigene Serie, glaube ich. Können wir mal bei der gucken. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, im Laufe der ganzen Staffeln war dann irgendwann der Negan mein Lieblingscharakter von der Serie. Ja. Weil der war der Einzige, der einfach noch irgendwie unterhaltsam war. Alle anderen waren ja einfach nur, naja, sind halt da. Ne? Wenn dir es halt egal ist, wer stirbt. Ne? Ja, so war das gewesen. Ne? Naja. Nee, aber wie gesagt. Ja. Das war halt eigentlich der Film, den man gern gesehen hätte. Als Serie, die es dann am Ende. Ja, da gibt es auch Jo, noch so keinen ist das. Kinofilm oder so. So Walking Dead, der Kinofilm. Ja, noch nicht. Ich Ja. weiß nicht. Also, das stell dir mal vor, die Serien, die Spin-offs, die jetzt laufen, die kommen gut an. Da machen sie vielleicht eine Trilogie am Ende raus oder so. Wie bei Ja. Herr der Ringe kannst du jedes Jahr ins Kino laufen und einen Teil gucken oder so mit Überlänge Oh oder je. so. Ja, genau. Ja gut, ob er sich das angucken will oder nicht, steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Ja. Ja, so ist es halt. Aber wie gesagt, keine Ahnung. Sollen sie machen, was sie wollen. Also ich Ja, bin mir auch jetzt gar guck nicht mal, sicher, ob ich es mir. ob du es dir angucken willst. Eben. Also in die Serie mit dem Negan werde ich wohl mal reingucken, aber den ganzen anderen Kram, ganz ehrlich, bin ich mir nicht sicher, ob ich mir das angucken soll. Also ab. Jetzt, wo wir so bei Serien sind, guckst du Filme oder Serien auch mal woanders da? Also nicht nur auf dem Fernseher, sondern vielleicht mal auf dem Computer, auf dem Tablet oder auch auf dem Smartphone? Ja, also jetzt gerade hier die letzte Staffel The Walking Dead habe ich wirklich auf dem Computer geguckt. Da war ich abends immer alleine und habe dann vor dem Rechner gesessen, habe zu Abend gegessen, habe mir The Walking Dead angeguckt. Ja, mache ich dann auch manchmal am Computer, aber richtig hier am Schreibtisch hier mit Monitor und Tastatur und so. Ne? Ja. Also, aber ansonsten eigentlich nur auf dem Fernsehen. Ja, Tablet bei habe ich mir ist gerade. das, die Frage ist mir nämlich so eingefallen, weil ich nämlich öfters, ja, mal auf dem Handy mir irgendwelche Serien mal anschaue. Ja, was heißt anschauen? Ja, ich lasse die dann so auf Arbeit nebenbei eigentlich mal so laufen. Ja, gerade irgendwelche Serien, eigentlich, die du auch schon kennst. Ja, damit bei mir auf Arbeit ist ja immer Ruhe und alles und dann steht das Handy so nebendran und dudelt dir einfach mal was im Hintergrund vor. Und tatsächlich habe ich auch schon mal einen Film übers Handy laufen lassen. Ja. Und es Nee, ist gar nicht. einfach, ja, es macht auch keinen Spaß. Nee, gar nicht. Erstens mal auf der Arbeit könnte ich das ja gar nicht machen, in der Werkstatt oder auf einer Ja, Baustelle, da klar, ja. funktioniert das relativ schwer, Ja, aber würde hätte ja das. sein können, dass du vielleicht abends sagst, oh, keine Ahnung, Frau, Kind machen dies und das und jenes und ach komm, ich will aber trotzdem was gucken und guckst dir das dann auf dem Handy an oder sowas. Das würde mich Ja, auch gut, also. mal an euch da draußen interessieren. Habt ihr schon mal auf dem Handy, auf dem Tablet oder irgendwas mal Filme oder Serien geguckt? Oder macht ihr das vielleicht regelmäßig oder gar nicht, ja? Ja, würde mich auch interessieren. Weil, also wie gesagt, so kleine Serien, so was man eh schon 100 Mal gesehen hat, ja, das kann man mal machen, wenn man da nicht die ganze Zeit hinguckt, ja.
Aber ich hatte auch schon mal eine Nachtschicht, mal eine Serie laufen gehabt oder mal einen Film. Und ich sitze ja nur da. Und da merkst du aber echt so, ja, du hast es jetzt gesehen, aber Spaß machen tut es nicht wirklich, ja. Ja, wie gesagt, Aber. also, ja, ich weiß auch gar nicht, wenn ich mal angenommen, ich würde was machen, ja, fällt mir gerade nichts ein, was ich auf der Arbeit machen würde, wo das möglich wäre. Wenn ich, ja gut, wenn ich mir eine Skizze oder einen Plan zeichne, hätte ich vielleicht mal so ein Zeitfenster von, keine Ahnung, eine halbe Stunde, wo es dann, wenn ich allein wäre, ruhig wäre wahrscheinlich. Aber dann würde ich wahrscheinlich gar nicht mitkriegen, was da läuft, weil ich mich ja dann auf die technische Zeichnung konzentrieren müsste. Und Aber ja. Maschettelsche, die geht ja regelmäßig ins Fitnessstudio. Da hat sie mir auch schon gesagt, dass da Leute sind beim Laufen, beim Fahrradfahren oder sowas, ja. Und dann haben die irgendeine Serie auf dem Handy laufen, die sie dann gucken. Das habe ich aber auch schon gemacht. Also hier so ein Heimtrainer-Fahrrad zu Hause stehen gehabt und habe dabei einen Film geguckt und habe dann 1,5 Stunden lang bin ich hier Fahrrad gefahren dabei. Aber Das habe auf ich dem auch schon Fernseher. gemacht. Auf dem Fernseher, ja. Ja. Genau. Aber ja, wie Habe ich auch gesagt, also schon, ja. mir würde auch gar nicht einfallen, wo ich das machen könnte. Ich höre halt so als Podcast oder als Hörbuch höre ich manchmal Sachen auf dem Handy während dem Autofahren oder so. Ich gucke mir auch andere Talks an, wo dann Leute auch viele im englischsprachigen Raum und dann, dass das schon einfach als Podcast laufen. Weißt du? Ist das halt auf dem Handy, ne? Ganz klar. Aber nee, Serienfilme gar nicht. Nee. Ich habe das auch gern, wenn ich was gucke, dass ich dann. Ich brauche einen guten Blick auf das Bild. Ja, es ist, mir stört das schon, wenn irgendwas irgendwie eine Vase mit Blumen oder kann irgendwas im Weg steht, wo ich dran vorbeigucken weiß. Das stört mich Ja. halt schon. Ja, und das muss schon einigermaßen für mich gut sein, weil ich will halt mich auf den Film konzentrieren und nicht die ganze Zeit da sitzen und mir denken, hey, Mist, das nervt mich gerade. Hm. Das ist halt so eine Sache, ne? Und ja, nee, deswegen wird es für mich auch gar keinen Sinn eigentlich machen. Auch wenn wir jetzt mal angenommen, ich hätte ein Tablet oder er würde auf dem Handy irgendwas gucken, Netflix oder so, und würde irgendwo im Zug sitzen oder im Bus über Kopfhörer, es würde mich schon nerven mit den anderen Leuten, die da rumrennen. Ja. Also, da hätte ich schon gar keine Musik, Da okay, dann hocke gucken die ich da vielleicht noch zu oder so, gell? am Ende, ja, oder wollen irgendwas mit dir reden darüber oder so, dann, nee, Musik ist okay, dann hocke ich da, gucke aus dem Fenster und versuche alles auszublenden, was mich Ja. da alles, was da wäre. Ja, es, ja, ich bin halt schon ein Misanthrop, was willst du machen? Ist halt so. Ja, ne, also von Ich daher, würde es ja, aber auch nee. Zug, Bus oder sowas, Musik fertig. Ja, also auch teilweise so, wenn ich mal keine Musik auf den Ohren habe, mache irgendwo was, keine Ahnung, wo auch immer, ne, und dann höre ich dann in Gedanken schon Musik, also Lieder, die ich gut finde, höre die mir die quasi in Gedanken an, weil es halt das langweilig so ein bisschen. Ja. Dann gibt es aber auch Momente, wo ich halt komplette Stille genieße und einfach nur da sitze und es ist still. Brauche ich auch ab und zu mal, wo ich gar Ja. nichts, keine Musik, kein Fernseher, gar nichts haben kann, ne. Es gibt auch so Sachen, da lege ich mein Handy hier irgendwo hin und einen halben Tag später fange ich an, das zu suchen. Weil ich es komplett ausgeblendet habe, dass ich überhaupt ein Handy habe. Also ich bin auch nicht rund um die Uhr erreichbar. Wenn ich im Bett liege, ist mein Handy in einem anderen Raum lautlos und dann kann anrufen, wer will. Also nachts wirst du mich niemals am Handy erreichen, wenn ich gerade im Bett liege. Das funktioniert Also auch nicht. ich hab ja mein Handy, ist ja mein Wecker, ja. Also das ist immer da. Aber ich habe tatsächlich mein Handy auch lautlos nachts und umgekehrt, ja, also umgedreht. Nicht, dass das Licht dann, wenn jemand mal anrufen sollte, mich dann irgendwie stört oder weckt. Deshalb ist auch aus, wenn ich schlaf, schlafe ich. Ja, ich finde es auch wichtig, weil ne, man muss nicht zu jeder Sekunde, egal in welcher Situation, erreichbar sein auf der Welt. Das finde ich ganz wichtig, dass es diese Auszeiten gibt und ich anscheinend unterbewusst nehme ich mir diese Auszeit, weil ich laufe hier manchmal rum und suche mein Handy. Weil ich einfach das irgendwo hingelegt hat und ein paar Stunden später denke ich mir, könnt ihr mal gucken, ne? Und dann fängt die Suche erst richtig an, weil ich echt nicht weiß, wo das Ding liegt. Irgendwann, es wird der Tag kommen, da lege ich es irgendwo hin und verliere es halt, weil ich nicht mehr weiß, wo es ist.
Der Schön, Tag dass du wird es heute gefunden hast. ja, war ein Glück, ne? Nee, ist wirklich wahr. Also, ich hatte auch mal 2 Jahre lang gar kein Handy. Da habe ich meinen Vertrag gekündigt und habe gesagt, okay, mache ich mir beim anderen Anbieter Vertrag, habe das irgendwie verbummelt und dann war der Vertrag ausgelaufen, hast du kein Handy, ne? Und dann habe ich da irgendwie dachte, na ja gut, da guckst du halt mal in Ruhe nach einem anderen Anbieter, ne? Musst dir da gleich den Erstbesten nehmen und was es da alles gibt. Und ruckzuck waren 2 Jahre rum und das war super. Echt, das war super. Da bist du zwar voll der Psycho, weil wenn einer sagt, gib mir mal der Handynummer oder ich schreibe dir ein WhatsApp und du sagst, ich habe gar kein Handy, da gucken dich alle Leute an, als wenn du irgendwie voll der Psycho wärst. Ja. Aber es ist super. Weil es geht halt auch ohne. Du musst nicht im Supermarkt stehen und dann schnell irgendjemand andatteln. Ach, soll ich jetzt 100 oder 150 Gramm Tomate mitbringen, weißt du? Das musst du nicht. Du bringst einfach Ja. 150 mit, dann ist der Bär geschält, weißt du? Ja, eigentlich schon, ja. Ja, das ist wirklich wahr. Wir sind es aber gewohnt, ja. Ja, Es ist auch, natürlich. ich habe immer mein Handy dabei, immer, ja. Und ob ich es benutze oder nicht, ja. Und ab und zu ist es dann auch so, dann gerade auf Arbeit, wenn ich Rundgänge mache oder so, dann lasse ich das bei mir im Kapuff liegen, ja. Und dann unterwegs, ach, jetzt läufst du eine Zeit lang. Könntest du ja mal gucken, ach, ich hab's drin liegen, ja? Das ist dann irgendwie so komisch, oh, hast dein Handy drin liegen lassen, ja? Aber Ja. irgendwie doch, du hast aber deine Ruhe, ja? Ja, genau. Du bist einfach für dich und keiner kann dir irgendwie, selbst wenn du nett drauf guckst, du hast ja wahrscheinlich eine Vibration oder irgendwas drin und dann merkst du, oh, da hat was, irgendwas ist passiert. Oder du siehst aus dem Augenwinkel, dass das Display angegangen ist, weil irgendeine Meldung. So, ob das jetzt irgendwie von YouTube eine Meldung ist, dass irgendein Kanal ein Video hochgeladen hat, den du gut findest, oder ob irgendjemand bei WhatsApp geschrieben hat, oh, du Baba, soll ich 2 Belgian Eis oder 3 Belgian Eis essen, was und irgend so ein Kram. Das ist ja der Hammer. Und deswegen, ich finde das ohne Handy ehrlich gesagt ganz gut. Und Früher wir ging werden es ja alle auch. eben erstens das und zweitens, wir werden alle nicht drum rumkommen, ein Handy zu haben, weil es geht ja heutzutage nicht mehr ohne. Und ach, ich werde ja meiner Tochter auch ein Handy kaufen irgendwann. Ob die jetzt schon eine Grundschule ein Handy kriegt oder erst später, dann steht auf einem ganz anderen Blatt, ne? Weil heutzutage laufen sie ja eine Grundschule schon mit einer Smartwatch rum und so Kram, ja. Aber ich habe es halt gerade, wie ich damals meinen Arbeitgeber gewechselt habe, ja, war das schon richtig, also ich fand es halt alles vereinfacht mit dem Handy. Ja, wir brauchen dies, wir brauchen das, wir brauchen jenes und, und. Und dann habe ich das einfach per E-Mail mit dem Handy, wupp, schnell weggeschickt und dann, wir brauchen das noch, so schnell wie möglich, ja. So, bup, 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 ja, in einer Minute oder noch nicht mal eine Minute habe ich es mit dem Handy schnell verschickt gehabt, ja. Und so hätte ich erstmal warten müssen, bis ich wieder zu Hause bin, bis ich den Laptop angemacht habe, bis ich das und dies und das und jenes, ja. Und so ging das halt. Es geht halt alles viel schneller, ja. Ja, das stimmt ja auch. Gerade wenn du jetzt irgendwelche Dokumente verschicken musst oder der Vermieter ruft dich an und sagt, hier, ich brauche mal einen Stand von der Wasseruhr oder irgend so ein Kram oder Foto gemacht, WhatsApp rübergeschickt. Fertig. Genau. Ne? Dann, und früher war das halt viel, viel mehr Aufwand. Das stimmt ja schon auf alle Fälle. Aber damit eingehen kommt ja halt auch die Sache, dass den ganzen Fluff drumherum, den du eigentlich gar nicht brauchst, ne? Der kommt ja Aber mit. ja, Dieses Berieseln ich kann auch. mich aber noch an früher erinnern, ja. Wir haben uns dann zu Hause angerufen, ja, auf dem Festnetz noch, mit dem Ja, genau. Telefon und dann, Und du hey, hast. hast Zeit? Ja, ich habe Zeit. Wann? Da und da, um die in die Uhrzeit. Wupp. So, dann kam irgendjemand vorbei. Oh, ist der Timo zu Hause? Nö, ja. Der ist nicht da. Der ist weg. Mit dem und dem. So, aber irgendwie haben wir uns am Ende alle gefunden und getroffen, ja? Ja klar, ja klar. Also, es hat irgendwie Du hast funktioniert. auch von deinen ganzen Freunden die Telefonnummer im Kopf gehabt. Du Ja. musstest da nicht. Das ist ja heute auch ein Unding. Du hast ja nie im Leben von deinen allen wichtigen Leuten die Telefonnummer im Kopf. Also die Nee. Handynummer, das geht ja gar nicht. Und das, Ich habe ja. noch nicht mal meine im Kopf. Ich auch nicht.
Ich muss immer mein Handy rausholen und gucken, wie meine Nummer ist. Ich Ach, auch, ja. früher, wenn du dich wirklich mit jemandem verabredet hast, dann und dann treffen wir uns da und da, dann musstest du die Einladung ja auch, also die Abreden auch einhalten. Weil du konntest ja Ja. nicht eine Minute vorher ein WhatsApp schicken, ich habe keine Zeit, mir ist was dazwischen gekommen. Ja, das ist halt alles so, naja, wie gesagt, Früher war also ich, alles besser. ja, ich würde nicht sagen alles, aber es war schon schöner. Ja. Stimmt auf alle Fälle. Aber das ist Komische ist ja daran, egal über was man sich unterhält, am Ende kommt es immer auf dieses Thema, ne, dass früher alles besser war. Das ist echt ein bisschen verdächtig, möchte ich fast schon sagen. Ja, man muss aber auch so denken, wir waren früher noch nicht arbeiten. Nee. Nee, du warst in der Schule, bist nach Hause gekommen, Mittagessen, Hausaufgaben, dann hier ab 3 Uhr Feuer frei. Ja, also bis um 6, dann musstest du ja meistens wieder nach Hause und dann Musst ja was noch ein essen. bisschen hier wieder Abendessen, Abendbrot, die ganzen Serien, die liefen, dann bist du ja schon wieder ins Bett gegangen. Ja. Naja, aber das wird ein anderes Thema. Da kann man irgendwie nachheulen, wie sagt man, nostalgisch werden oder ja, man kann es halt immer nur ja, in guter Erinnerung behalten. Genau. Alles andere ist ja Kappes. Ne? Und du hast ja eine App auf deinem Handy für deine Sammlung, ne? Dass du da irgendwie, Ja. hättest du ohne diese App, hättest du da noch einen Überblick über Ja. deine Filmsammlung? Also Ja? ich könnte, also ich habe ja diese App und dann habe ich ja, Moment, komm her. Und dann habe ich ja alles noch mal ausgedruckt in eine Excel-Datei und sowas, habe ich ja auch alles noch, ja? Also aufgeschrieben. Aufgeschrieben, ja. Aber Aufgeschrieben. muss sagen, also ich könnte dir ohne diese App gar nicht alle Filme also sagen. Ja, also wenn du sagst, hey, was für Filme hast denn du? Das kann ich mir nicht alles merken. Aber wenn du, aber ohne diese App könnte ich trotzdem, wenn du sagst, hey, Timo, hast du den und den Film? Wüsste ich, ja, ich habe ihn. Ja. Und auch wenn ich irgendwie mir Filme kaufe, muss ich diese App nicht aufmachen, ja, denn ich weiß, ob ich den habe oder nicht. Ja. Andere Sache ist, habe ich den jetzt auf DVD oder habe ich den auf Blu-ray oder so? Da muss ich immer noch ein bisschen überlegen, ja. Aber sonst weiß ich eigentlich, habe ich den Film oder nicht. Also ich wäre völlig aufgeschmissen, also ich bin völlig aufgeschmissen, weil ich keinerlei Überblick mehr habe. Über Okay. gar nichts mehr, ja. Also Führst du irgendeine ich. Liste oder so? Nee. Gar nichts. Gar nicht, gar nichts. Ich habe mir jetzt so ein Register, so ein ABC-Register kaufen lassen von meiner Frau mit einem Ringordner und habe die, ja, was heißt die Vorstellung? Also eher das Vorhaben, da mal katalogisieren zu tätig zu werden. Aber ganz ehrlich, ich bin mir nicht so sicher, ob ich das hinkriege, ja, weil das ist schon echt viel Arbeit. Und dann Ja. habe ich mir vorgenommen, will ja aufschreiben dann, wenn ich zum Beispiel einen Film habe in mehreren Ausführungen, ob was für Medium das ist, ob das Video ist oder DVD, dann DVD oder Blu-ray, dann wenn das zum Beispiel für mich was ist, was ich wissen muss, ob das zum Beispiel eine Red Edition ist oder eine große Hardbox, was für ein Cover das dann ist und so weiter und so fort. Also ich denke mal, das gibt schon einen kleinen Mammutakt, den kann ich am Stück gar nicht vollziehen. Da muss ich peu à peu muss ich da rangehen, ja. Also So oder so. Also auch mit ja. dieser App, da musst du ja eigentlich nur hinten den Barcode abscannen und dann ist es drin in der App. Ja. Aber selbst da, ja, das schaffst du am Stück, schaffst. Okay, ich habe jetzt über 2000 Filme, ja. Ja. Also ich habe das nicht am Stück geschafft. Da brauchst du wirklich ein paar Tage. Dann ist aber bei der App ist ein Riesenproblem. Es gibt gerade so die Amateur-Independent-Filme, die sind nicht alle drin. Dann hat er nicht alle Hardboxen drin. Ja, das heißt, du scannst ab und dann sagt er, nö, ist nicht verfügbar. Dann kannst du aber trotzdem noch reingucken, ist der Film überhaupt irgendwie gelistet? Und dann habe ich, ah ja, da ist DVD-Bub draufgeklickt.
Und so ist der Film in der App drin, aber nicht als Hardbox zum Beispiel. Ja? Und deshalb, also die Filme sind da, ich weiß, habe ich sie auf DVD, Blu-ray, aber eben nicht in welchen Editionen, ja? Weil er einfach nicht, die App einfach nicht alle Editionen mit drin hat. Hat schon sehr viel, aber nicht alles. Ja? Ja. Und hier in dieser Excel-Datei habe ich tatsächlich auch nur das Erscheinungsdatum, also Jahr, dann den Titel und Laufzeit, FSK und ja, DVD, Blu-ray und so weiter. Da habe ich auch nicht hingeschrieben, habe ich es als Hardbox oder als Mediabook oder Gott weiß was. Ja, guck, und das sind halt so Sachen, die sind für mich dann schon wichtig, dass ich weiß, okay, den Film habe ich, aber habe ich ihn auf Video, von welchem Label wurde das veröffentlicht? Vielleicht gibt es noch ein anderes Tape, das ich gerne hätte davon. Dann DVD, okay, was für eine Version? Ist das jetzt eine CMV Glassbox? Ist das eine Red Edition? Ist das ein Astro Blaurücken? Ist das eine ganz normale Veröffentlichung ohne irgendwas Ja. Spezielles dabei? Und dann geht's halt. Ein Rattenschwanz, ja, ganz ehrlich. Weil ich habe ja auch gar keinen Überblick mehr, von welchem Label ich welches Tape da stehen habe. Und da sind knapp was über 100 nur. Das ist ja Pillepalle, ne? Aber ich kann, weiß es selber nicht. Ja, also von daher, das muss ich mir irgendwann mal irgendwie aufschreiben. Ich habe das, die Tage habe ich einen kleinen Teil umgeräumt und eingeräumt von neuen Filmen, die ich mir geholt hatte und guck und ey, Idiot. Habe ich mir hier von Kap der Angst die Neuverfilmung mit Robert De Niro, die Special Edition DVD, Doppel-DVD gekauft. Hab gesehen, dass ich den Film auf Blu-ray da stehen habe, original verpackt. Das wusste ich gar nicht. Dann kaufe ich mir extra den Film nochmal. Das ist völlig verrückt. Ja, Ja. jetzt habe ich hier was für die Tauschkiste halt. Also die Blu-ray kommt weg. Ja, das glaube ich dir. Ja. Ja. Aber ich würde einfach sagen, wenn du da nach und nach, ja, auch wenn du da ein Jahr dafür brauchst, ja, Ja, sicher. aber irgendwann kannst du sagen, so, ich hab's jetzt. Ist alles Ja, da, sicher. ja? Ich muss das häppchenweise machen, wie ich Lust drauf habe. Ich werde das auch die Liste mit Hand schreiben. Ich werde da gar nicht anfangen, mir irgendwie eine Excel-Tabelle oder irgendwas zu machen. Ich mache da eine Liste mit Hand, wo ich alles, was für mich wichtig ist, reinschreibe und fertig. Und dann laufe ich irgendwann mal, siehst du mich über die Börse laufen mit so einem Ringordner unterm Arm und dann wird erstmal nachgeblättert und geguckt. Ey, das ist, früher hast du es auch nicht anders der gemacht, ne? Ja. Es war auch ganz normal, dass man sich das so aufgeschrieben hat. Und ja, wie gesagt, also deswegen, ich habe da euch schon sehr oft mit dem Gedanken gespielt, mir die App zu holen, die MyMovies Pro, ne? Ich habe mir diese Freeware runtergeladen, wo du 100 Filme oder was da. Aber ich Ja. weiß, das ist irgendwie für mich nicht schön. Ich Nee, weiß auch. für deine Sache ist das nicht geeignet. Nee. Ja, ich glaube auch Weil nicht. dir Also einfach irgendwie. nicht alles hundertprozentig da drin ist. Ja, Und am weil Ende, ich muss ja ja. auch dann teilweise hinschreiben, ich habe ja Filme, die habe ich auf Video, auf DVD, auf Blu-ray, in der großen Hardbox, auf Laserdisc, was war es noch? Im Mediabook. In irgendwelchen Box-Sets sind die noch mit drin, weißt du? Das wie die App hat das ja alles gar nicht, ne? Und Also, du dann. kannst schon, wenn du den Film öfters in der Sammlung hast, und hast ihn auf DVD, hast ihn auf Blu-ray, hast ihn im Mediabook und alles drum und dran, wenn die App das hat, dann hast du das so auch in deiner Liste stehen. Ja? Und dann hast du zum Beispiel hier Phantasm 1 in DVD, Phantasm im Blu-ray Keepcase, Phantasm im Mediabook Cover A. Von so und so und dann von dem Label und dies, das listet das schon alles auf. Aber wenn eben halt zum Beispiel jetzt einfach mal Hardbox von Gott weiß was nicht gelistet ist, dann kannst du die nicht auswählen. Ja, Ja, ist ja schon blöd dann. und Also für mich blöd. ja. Dann müsste ich mir es ja doch aufschreiben, weißt du? Außer es gibt Also. irgendwas, wo man, also du kannst auch irgendwie selber dann noch Foto machen und einscannen, aber du kannst es da nicht richtig aufschreiben. Ganz kompliziert. Ich hatte mal so eine alte App gehabt. Die gibt es tatsächlich gar nicht mehr. Die haben ihren Service komplett eingestellt und du kannst die App auch gar nicht mehr runterladen. Die war super.
weil da konntest du in diese App entweder auch einscannen oder du konntest alles manuell machen. Ja, dann ist es halt vorgegeben, Foto von vorne, Foto von hinten, Titel, Ja. und wie und wo und was. Du konntest alles manuell eingeben. Das brauchst du halt ewig dafür, aber das habe ich Ja, damals klar. gemacht und das fand ich super. Ja. Und irgendwann hieß es, so, wir stellen unseren Support ein. Und ich so, wie bitte? Und dann ging es eben nicht mehr. Ja. Ja, dann hast Die du halt App ein hat dann Problem, ne? irgendwann. Die App hat halt irgendwann nicht mehr funktioniert. Dann habe ich gedacht, na okay, vielleicht geht es ja trotzdem offline oder sowas, ja, weil du hast ja eh alles per Hand eingegeben, aber nee, Chance. will nicht mehr. Ja, ist schon blöd irgendwo. Naja, ich weiß ja auch nicht. Weil in dem Zuge würde ich hier vielleicht sogar mal auch anfangen, meine ganzen CDs irgendwie zu aufzulisten, weil da habe ich auch vielleicht gar keinen Überblick mehr. Das ist ja auch mit den ganzen Hörspielen und Kram, weiß ich ja gar Ja. nicht mehr. Also für alle da draußen, irgendwie ist hier eben alles abgeschmiert. Keine Ahnung, was Sache ist. Es läuft wieder, sehr schön. Aber ja, wir wollen uns aber trotzdem jetzt, ich weiß auch gar nicht mehr, wo wir waren. Nee, Aber irgendwas war, das letzte Thema haben wir auf jeden Fall beendet. ja, es Ja. ging um die Movie-App mit der Ach Filmsammlung, so, die man genau. die Ja, quasi, ja, ja. genau, ja. Aber egal, ich denke, da sind wir durch mit der Nummer, ne? Ja. Ja, wir wollen dann auch langsam zu Ende machen, Genau. würde ich sagen. Und dann war es wohl das letzte Q&A Video. Erste Mal, ja. Also ich denke mal, es war diesmal auch schon so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen gequält, aber wie gesagt, was willst du denn immer neue Sachen fragen, ja? Am Ende redet man eh immer die Ja. gleiche Kram und dann, ja, okay. War schön gewesen, man ist ja auch mal wieder schön hier falsch abgebogen, hat ganz andere Sachen besprochen, aber Ja, im das ist ja Großen und das Schöne Ganzen. immer, gell? Ja, es verselbstständigt sich. Eigentlich bräuchte man gar kein Thema haben. Wir hocken uns einfach dahin und babbeln so und dann kommen wir eh Ja. auf alles, was auf Ich sag mal Zahniger. so, wenn man die Fragen irgendwie so durchgeht, die kann man ja eigentlich in wenigen Minuten abarbeiten, ja. Aber Ja. weil wir dann ja immer so ausschweifen und dann Ja. auf Ja, hundert andere Logo. Themen kommen, wird es interessant. Ja. So ist es, ja. Wir haben für das nächste Mal ein Thema vorbereitet. Da wird euch die Spucke wegbleiben. Das wird euch mindestens noch ein paar Minuten beschäftigen, nachdem wir fertig geredet haben, ja. Timo, um was geht's denn beim nächsten Mal? Ja, das nächste Mal wollen wir ein bisschen über den Werwolf-Film quatschen. Ja. Genau. Werwolf-Film, Genau. allgemein über Werwölfe, werden wir mal sehen, gell? Ja, also ich denke mal primär über die Filme, die es da Genau, gibt, weil es wird ja schon so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, das Thema. Also wirklich gute Werwolf-Filme musst du ja auch erstmal finden, ne? Und ja. ja, so eine Ist große auch. Auswahl hast du ja nicht, ne? Es gibt auch viele, viele Werwolf-Filme, die man so auch gar nicht auf dem Schirm hat. Oder Nee. irgendwelche Filme, in denen einfach mal ein Werwolf auftaucht und Ja. eigentlich gar nicht groß zur Geschichte gehört. Ja? Gibt Ja, es auch ja in alles. Serien. Ja, sicher. Also deswegen, also ich bin ja auch schon mal meine Sammlung durchgegangen, habe mal geguckt und dann habe ich Filme wiedergefunden, an die ich so gar nicht gedacht habe bei dem Stichwort Werwolf. Also ich bin mal gespannt. Ich glaube, das wird ganz, ganz lustig und ganz interessant. Ne? Ja, doch, denke ich auch. Ja, auf Ich alle werde Fälle. mir dann auch noch den einen oder anderen Film noch mal anschauen. Einfach, weil ich weiß, ich habe Werwolf-Filme, die ich schon 100 Jahre nicht mehr gesehen habe und eigentlich gar nichts dazu mehr sagen kann, weil die gar nicht im Gedächtnis mehr drin sind. Ja, Aber, auf alle Fälle. Jo. ja. Aber das wird, Wunderbar. ja. Ja, wunderbar. Ja. Da bin ich selbst mal gespannt drauf und freue mich vor allen Dingen drauf und würde sagen, wir ziehen den Hebel. Satteln die Hühner und
Viel Spaß da draußen beim Filme gucken und wir hören, sehen, riechen uns demnächst. Besser hätte ich es nicht sagen können. Danke, dass ihr Ja. dabei wart. Ja. Vielen Dank. Und Vielen ja, Dank. bis zum nächsten Mal. Kalte, hat wieder viel Spaß gemacht. Auf alle Fälle. Und bis zum nächsten Mal. Kai, macht's gut. Ihr da draußen, macht's besser. Und bis zum In nächsten diesem Mal. Sinne. Tschüss. Tschö.